Und damit moin moin und herzlich willkommen am, was ist heute eigentlich für ein Tag? Ist heute Mittwoch? Verdammter Urlaub, ich glaube es ist Mittwoch. Ja, am Mittwoch bei Hardcore Colonization habe ich mal so dazwischen geschoben. Ich hoffe, ihr habt alle die Weihnachtsfeiertage gut überstanden, habt ein paar schöne Tage mit euren Familien, euren Liebsten oder ganz alleine verbracht, wenn ihr das lieber mögt. Jeder ja so, wie er das möchte. Ich habe auch ein paar Tage mich mal im Off verkrochen und jetzt aber beschlossen, dass ich die Tage zwischen Weihnachten und Silvester mal dafür nutze, euch wieder ein bisschen mehr auf den Keks zu gehen. Und ihr glaubt es nicht, Zeichen und Wunder geschehen. Ich habe heute eine weitere Folge vom Tutorial veröffentlicht. Jawohl, Folge 5, was war's? Rendezvous und Leute aus dem Orbit retten. Also wer da noch Fragen hat, guckt mal auf YouTube vorbei. Da gibt es Antworten darauf, wie das funktioniert. Und ich habe sogar schon, jetzt pass auf, Folge 6 abgedreht. Ich muss sie nur noch schneiden und voice-overn. Oh, und ich lese gerade, Emu Jack hat's doch noch verkackt. Er ist auf Wasser gelandet, wollte nochmal starten. Dabei ist ihm also der Strom ausgegangen und er ist abgestürzt. Sollte sich das tatsächlich so zugetragen haben, tut mir das sehr leid, für den Roffelcopter, weil das bestimmt ein total grandioses Konzept ist. Ich meine, ist ja auch von mir. Okay, gut, jetzt kommen wir aber mal zu den wichtigen Dingen des Abends. Nämlich erstmal ein ganz liebes Hallo an alle, die schon da sind. An den Jonas, an Etienne, an Mimir, an den Jojongs, den Jens Reinhold, den Nepal Raw und den Luca. Und natürlich auch an diejenigen, die sich im Chat noch nicht zu Wort gemeldet haben, aber trotzdem zugucken. Hallo, willkommen und wir machen heute ein bisschen weiter mit Hardcore Colonization. Wir haben ja letztes Mal relativ viel Zeit damit verbracht, die Raumstation zu konzeptionieren und in Subassemblies zu zerlegen und haben uns so einen kleinen, na, wie nennt man's? Space Tug, so eine kleine Rangiermaschine gebaut, mit der wir das Ganze dann bewegen können. Also ich zeige es euch nochmal. Fangen wir mal vorne an. Als erstes die Raumstation in ihrer ganzen Pracht. Und als zweites die Space Tug oder den Space Tug, der, das, die. Ist auch scheißegal. Autosaved, Normal Saved, ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal das hier. Ist da noch alles dran? Ja. Genau, so sieht die Raumstation aus, wenn sie dann mal irgendwo, oder so soll die Raumstation mal aussehen, wenn sie in einem Stück montiert ist. Ja. Ja, also hier schön Batterien und Strom. Hier sind die Habitation-Geschichten, also zwei Kirby-Tate, das Pioneer Logistics-Modul, unser Agrikultur-Modul, um ein bisschen was anzubauen. Wir haben hier auch noch zwei Nom-O-Matics als Aussichtskuppeln. Ausreichend Platz, um allen möglichen Krimskrams reinzuspeichern, unter anderem Material Kits. Und dann haben wir hier noch ein Medical Bay das erste Mal mit dabei und natürlich ein Labor, um unsere Anforderungen zu erfüllen. So, das ist so insgesamt der Plan, TM. Gut, das ist die Raumstation. Die haben wir, wie gesagt, zerlegt in mehrere Subassemblies. Die heißen alle Duna Station irgendwas. Duna Station Agroponics, der Core, Hepcommon, Headquarters, Medical, Reaktor, Science. Die müssen wir alle, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die müssen wir alle nach Duna bringen. Und um das Ganze dann noch, um dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen aufzusetzen. Gib mir einen kurzen Moment. Haben wir natürlich noch einen Space Tug dazu, weil ich werde das in Einzelmodulen, wie man ja an den 7 Parts erkennen kann, hochschicken oder rüberschicken nach Duna und muss es dort wieder zusammensetzen. Und dafür werden wir uns auf jeden Fall dieses wunderschöne Gerät hier nehmen. Und zwar Duna Station Space Tug. Das ist die ganze Magie, die ich getan habe, nämlich letzten Endes ein Gerät bauen, was hin und her fliegen kann und per RCS Dinge andockt. Hat vorne einen entsprechenden Construction Docking Port, damit es mit allem docken kann. Und ich sag mal noch nachfolgend ein liebes Hallo an Furzbacke, an Verox on Air, an Boofbee, Emmertler, den Neo und der Daxa. Die sind sicherlich gerade vom Emojack noch rüber gerutscht und
Jetzt hätte ich es fast vergessen. Natürlich dann erstmal ein ganz liebes Prost an euch alle, um jetzt mal nach Weihnachten den ganzen Stress ein bisschen ausklingen zu lassen. Ich habe mir heute farblich passend ein Johnnie Walker Red Label genommen, weil Red ja irgendwie so, also Rot ist halt irgendwie die Farbe von Weihnachten, neben Grün, aber Grün Whisky klingt irgendwie abartig. In diesem Sinne erstmal Prost. Ich hoffe, ihr habt auch was Leckeres zu trinken. Wo baue ich das zusammen? Hallo erstmal an den lieben Prios. Und wo baue ich es zusammen? Im Duna-Orbit. Der Plan ist tatsächlich, das erst im Duna-Orbit zu montieren. Das heißt, was wir heute machen, ist mehrerlei Sachen. Erstmal bin ich heute nicht so limitiert, was das Zeitliche angeht. Ich muss mal gucken. Ich habe mir potenziell bis zu 2 Uhr morgens Zeit genommen. Das kann aber auch sein, wenn ich um 11 keinen Bock mehr habe, dass ich dann irgendwann noch aufhöre. Was wir heute probieren werden, ich möchte gerne eine Trägerrakete bauen, die ich im Prinzip 7-mal verwenden kann. Als Subassembly 8-mal, wenn wir das Ding hier mitrechnen. Und werden das dann in Richtung Minmus-Umlaufbahn verschiffen. Dort soll das Ganze dann einmal aufgetankt werden. Dafür haben wir ja die Minmus Space Station. Das heißt, wir werden wahrscheinlich heute auch ein bisschen pendeln, um Treibstoff auf Minmus abzuholen und an die Minmus-Raumstation zu verbringen. Das ist zumindest so der Plan. Genau, aber erstmal müssen wir diese kleine Flotte starten. Wir haben für die ganze Sache noch relativ viel Zeit. Also wenn wir jetzt mal so uns einen Überblick gönnen. Wir stehen im Moment relativ gut da, was das Raumfahrtprogramm angeht. Viele Dinge haben sehr gut funktioniert bisher. Wir haben gut Kohle gemacht. Also ich habe knapp über 5 Millionen auf dem Konto. Ich habe auch noch einiges an Science-Punkten und wir haben noch ein bisschen Science Incoming. Wir haben demnächst ein Kerbin Eve-Fenster. Da bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich das überhaupt mitnehme, weil ich habe noch die Duna-Dings. Nee, ich klicke das raus. Ich werde die Duna. Ich habe die Strategie für mach erstmal die drei Sachen auf Duna fertig, noch aktiv. Und solange ich die nicht abgeschlossen habe, bekomme ich minus 80% Kohle für alles an anderen Himmelskörpern. Deshalb werde ich andere Himmelskörper tatsächlich komplett auf nach Duna verschieben. Wir fokussieren uns jetzt wirklich komplett auf Duna. Sonst verlieren wir nämlich einen Haufen Kohle. Genau, ich habe hier nämlich das Duna Probes aktiv. Und das würde mir minus 80% für alle Funds auf Milestones, die nicht bei Duna sind. Das möchte ja keiner. Das ist ja auch irgendwie doof. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt auf Duna. Bringen das entsprechend vorwärts. Missionsmäßig haben wir noch aktiv. Wir haben noch ein Orbital Survey von Minmus. Das müssten wir irgendwann mal erledigen. Das hat aber noch 3 Jahre Zeit. Ist also auch nicht super stressig. Nach Minmus kann man ja schnell fliegen. Wir haben Duna-Zeug, Duna-Zeug, Duna-Zeug und Duna-Zeug. Wir sind also ziemlich gut fokussiert auf Duna, was die Missionen angeht. Und hallo, auch willkommen an den Idle und an den Jack. Und Jack, es tut mir aufrichtig leid, dass das schiefgegangen ist. Es sah doch so gut aus. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt. Ein Orbital Survey von Duna. Prinzipiell, ja, bin ich irgendwie dafür. Das passt hervorragend in unseren Plan rein. A group of Scansor Surveys. Bla bla bla. Low Resolution. Biom Scan. Fuzzy Resource Scan. Weiß ich noch nicht. Okay. Gut. Na, dann lasst uns doch erstmal. Lasst uns doch erstmal dabei bleiben. Ich weiß nicht, ob wir Ike jetzt schon. Nee, ich will es nicht. Ich will es nicht übertun. So, nicht zu viel committen. Also, was wir jetzt bauen, ist eine Trägerrakete. Und zwar eine Trägerrakete, um nach und nach die ganzen Geschichten rüberzubringen. Achso, heute gibt es übrigens was zum Snacken nebenbei. Ich wollte euch das auch mal zeigen. Ich fand das so putzig, dass der Jack Kekse von Oma gegessen hat. Ich bin natürlich auch ein erwachsener Mann in meinen mittleren 30ern. Nennen wir es jetzt einfach mal so, um mir auch ein bisschen zu schmeicheln. Was natürlich auch meine Eltern nicht davon abhält, mir ein Lebkuchen. Pfefferkuchenhaus mit wundervollen Szenen aus Hänsel und Gretel und Rotkäppchen zu schenken.
Ja, danke, liebe Eltern. Ich freue mich sehr und habe das auch verstanden, dass ich wahrscheinlich auch 60 werden kann und niemals erwachsen sein werde für euch. Ja, da sind dann Lebkuchen irgendwie drin, also von daher hat das ja auch noch sein Gutes, aber auf jeden Fall ein super gutes Lebkuchenhaus. Und ich habe heute harte Konkurrenz mit dem 34C3. Ja, das ist okay. Chaos Computer Kongress ist total in Ordnung. Ich nehme an, da werden wir heute ein bisschen weniger Zuschauer haben, weil ich glaube, dass ein paar von unseren, ich sag mal, Standardzuschauern tatsächlich auf dem Kongress sein werden, die die Karten gekriegt haben. Was aber auch okay ist. Und natürlich auch ein paar sich den Kongress angucken. Da laufen ja auch einige Livestreams. Kann ich total mit leben. Wir haben trotzdem Spaß und ja, Nummer 3 in KSP Global, Nummer 1 KSP auf Deutsch. Tja, das ist aber nur, weil der Jack aufgehört hat zu streamen. So, bauen wir uns eine Rakete, würde ich sagen. Also, unsere Rakete muss ein paar Anforderungen erfüllen. Die primäre ist, sie muss nach Duna kommen. Entschuldigung, der war tatsächlich nicht so richtig gut. Nee, aber es ist tatsächlich die Primäranforderung ist, wir müssen mit unserer Rakete irgendwie nach Duna kommen. Und zwar im Idealfall mit einer entsprechenden Payload vorne drauf. Und da müssen wir jetzt gleich mal gucken, ob ich das alles ordentlich konstruktioniert habe. Theoretisch müsste ich, wenn ich damit anfange, als nächstes sagen können, gib mir mal den Space Station Core und pack den da oben drauf. Okay, das ist schon mal nicht alles falsch. Sehr schön. Okay, das ist schon mal der Plan, wie das Ganze auch aussehen soll. So soll es funktionieren. Also wir wollen jetzt eine Rakete konzeptionieren, die das hier bewegen kann. So, jetzt müssen wir nur noch mal gucken. Also, und hallo auch an den Baha und sehr gerne, was den Stream angeht. So, wir haben jetzt hier knappe 30 Tonnen. Jetzt, ich gehe mal die einzelnen Module durch, ob es irgendwie noch schlimmer wird, weil wir werden einfach mit dem schwersten Modul konzeptionieren. 16 Tonnen, aber ich glaube, das wird auch schon der Core sein. Ich glaube, viel schlimmer wird es nicht mehr. Ba, 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 ba. Weil wenn wir es ordentlich bauen für das Modul, also wenn wir das Core-Modul rüberbekommen damit, dann bekommen wir auch alles andere damit rüber. Und ich will die Rakete einfach nicht 20 Mal bauen. Ich möchte eigentlich einfach ein Subassembly draus machen. Und das würde ich dann auch gerne nutzen. So, Reactor. Und jetzt kommt noch Science, aber das ist bei weitem. Okay. Wow, die anderen sind tatsächlich sehr, sehr leicht sogar, ne, verglichen. Ich habe den Core vielleicht auch einfach ein bisschen groß gemacht. Na gut. Also, wir konzeptionieren für den Core und wenn der Core ankommt, ist der Rest auch da. Ich denke mal, in die anderen Teile werden wir noch ein bisschen zusätzliche Payload konstruieren, um die 29 Tonnen aufzufüllen dann einfach. Ich denke da an sowas wie ein Satellitennetzwerk, also dass wir Satelliten noch mit reinflanschen. Ich denke da an sowas wie eventuellen Nachschubcontainer, die man schon mal anlanden könnte. Oder so selbstversorgende automatisierte Mining Rigs, die schon mal Treibstoff herstellen oder irgendwie sowas. Da können wir noch gucken. Wir haben noch ein bisschen Spielraum auf jeden Fall. Und ja, jetzt müssen wir, wie gesagt, erstmal eine Rakete hinbekommen. Und zwar den Duna Carrier für den Core. So. Gut. Basteln wir ein wenig. Also, prinzipiell begrüßenswert ist es ja wahrscheinlich zu sagen, hey, lass mal einen Probe Core haben. Ist jetzt aber nur so meine Vermutung. Damit wir überhaupt irgendwie steuern können. Dann würde ich direkt nochmal ein Adapterstück dazwischen bauen. Nee, erst nehmen wir uns noch Strom. Ich war für einen sehr kurzen Moment geschockt und wollte gerade wirklich, wirklich, wirklich in großes Lob ausbrechen, lieber Idel, dass du nach so langer Zeit dich dazu durchbringen konntest, ein Abo hier zu lassen. Aber dann hat es dir doch der Jack geschenkt. Deshalb sage ich jetzt danke, lieber Jack, dass du dem Idel mal ein Abo geschenkt hast, dass er hier nicht mehr als Illegaler rumläuft.
Und ich kann übrigens alle, die jetzt hier sein sollten, die noch nicht beim Jack Follower sind, ne? Ich meine, das werden die wenigsten sein, aber wenn ihr noch nicht beim Jack Follower seid, dann geht mal bitte beim Immo-Jack vorbei. Lasst ein Follow da. Der Mann ist, ja gut, sehen wir es realistisch, sogar noch vor mir der beste deutschsprachige KSP-Streamer, den ihr finden werdet. Nicht so vom technischen her, da bin ich natürlich besser, aber so vom menschlichen, sage ich mal, ne? Von der Wärme, die er ausstrahlt, da ist der Jack schon ganz weit vorne mit dabei. So, jetzt haben wir genug rumgeweihnachtet. Und ich spare hier mal der Gerät weiter. Wie viel ist da drin? Tausi. So, zack. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Und dann kommt jetzt eine Payload-Fairing. Und ich glaube, wir werden um das 375er wahrscheinlich nicht drumrum kommen. Ne, werden wir nicht. Also, es macht auf jeden Fall Sinn. Zack. Wie knapp ist das? Wie knapp habe ich gebaut? Ja, ein bisschen zu knapp. So. Zack. Zack. Jawohl. Sehr schön. So. Gut, das ist unser Station Core. Mit dem werden wir auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Hoffe ich. So, und jetzt müssen wir das Ding natürlich irgendwie nach Duna bringen. Wie machen wir das am schönsten? Also wahrscheinlich atomar getrieben. Soweit bin ich mir schon mal relativ sicher. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es genau anstelle. Der gute Nerf Atomic Rocket Motor. Nuclear Ramjet. Solid Core. Was hat der denn für eine ISP eigentlich? 720? Der hat 800. Das ist auch eine einfache Antwort, ne? 40 Kilonewton im Vakuum. 60 Kilonewton im Vakuum. 1,133 Liquid Fuel pro Sekunde. 1,53. Ja, nee. Wir bleiben bei dem Klassiker. Da wissen wir, dass es funktioniert. So. Dafür, dass er deine Streams nicht mal mehr anguckt. Hallo, ich war heute da. Ach so. Der Idel. Ich wollte schon sagen, ich habe mich gerade tief getroffen gefühlt. Aber es geht, glaube ich, um den Idel. Das ist gar nicht mein Problem. Okay, hier machen wir auf jeden Fall noch ein Reaktionswheel rein, würde ich mal sagen. Damit wir ein bisschen agieren können. So. Sehr schön. Okay, dann haben wir das. Zack, 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 zack. Da können wir uns abtrennen und den Space Tug übernehmen lassen von dort. Das sieht auch gut aus. Sehr schön. Okay, also der Station Core ist schon mal verpackt. Jetzt brauchen wir boah, irgendwas mit Sprit. Irgendwas mit Sprit. Und ich überlege tatsächlich gerade, das so ein bisschen. Kriegen wir da. Kriegen wir da das hin, was ich gern möchte? Zack. Nee, das sind ja auch gar nicht die richtigen. Ich suche. Ich suche, ich suche, ich suche, ich suche. Ich suche die MK1 Liquid Fuel Fuselage. So. Zack. So. zack. Zack. Was wäre, wenn wir das so tun und hier Liquid Fuel Tanks draus machen. Gut, das ist sowieso schon Liquid Fuel Tank. So, dann hätten wir jetzt 2.900 und einen Delta V, um damit
nach Duna zu fliegen. Gehen wir davon aus, wir würden uns in einem Minmus-Orbit zum Beispiel befinden, wo wir vollgetankt werden und dann 2901 Delta V haben, dann bräuchten wir. Ich zück mal parallel den Kalkulator. Dann bräuchten wir für den Anflug auf Kerbin. Auf Duna. Das wirkt irgendwie ein bisschen wenig. 130 für einen Vorbeiflug. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Zahlen zu niedrig sind. Okay, 130 plus 250 plus 360 macht bei mir 740. Das heißt, wir hätten mehr als genug Delta V, um von Minmus aus mit dem Hobel Richtung. Richtung Duna zu fliegen. Okay, das würde prinzipiell funktionieren. Jetzt müssen wir natürlich noch so ein paar Sachen klären. Optische Sachen auf jeden Fall erstmal. Zack, das sind die coolen Nose Cones. Zack. Okay. Gut, jetzt schieben wir mal ein paar Sachen hin und her. Vielleicht da nicht rein. Aber da schon. So. So. Türmel. Radiator. Large? Wo ist denn das Medium hin? Gibt's hier nur noch in riesengroß? Ja, scheinbar. Na gut. Dann machen wir das mal so. Gut, 2800 Delta V mit einer Thrust-Weight-Ratio von immerhin 0,27. Immerhin. Das ist gar nicht so übel. Und jetzt müssen wir noch gucken, wie wir das jetzt verheiratet bekommen mit der Trägerrakete. Könnten natürlich gucken, ob wir das Ding hier nicht noch. Obwohl, eigentlich ist es windschnittig genug, oder? Aber wir machen gleich mal einen Probestart, wir werden sehen, was passiert. Was kostet die Welt? 562.000 in diesem Fall. So, gut, Upper Stage für Duna-Anflug. Ist aber auch gleichzeitig erstmal der Flug nach Minmus. Das heißt, wir müssen uns nach dem Kerbin-Orbit schon mal keine Sorgen mehr machen. So, Docking-Port-mäßig halte ich das jetzt tatsächlich alles auf Construction-Ports, um es zueinander kompatibel zu lassen. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie machen wir das am schlausten? Der dort wird auf jeden Fall Enable Staging kriegen. So. Gut. Der wird wahrscheinlich jetzt noch nicht passen. Ah, knappe Geschichte. Was könnte man da Schönes dazwischen setzen? Die gute alte Leerröhre. Oh ja. Hervorragend. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Das ist einfach nur der Adapter für unser Raumschiff. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich befürchte fast, dass wir
mit so kleinem Kram hier nicht besonders weit kommen, aber wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren. Was sagt denn das Ding hier, um uns hochzutragen? Kerbal Engineer, thank you. Du sagst, in Stage 2 haben wir 0,37 Thrust Weight bei 716 Meter pro Sekunde. Das ist natürlich tatsächlich nicht so viel. Zack, so hätten wir 0,25 bei 1200 Metern pro Sekunde. Burntime von 7 Minuten. Okay, lasst uns doch mit einer leichteren Upper Stage arbeiten. Wir machen es so, dass wir die Upper Stage dann tatsächlich relativ kurz halten. 3 Minuten Burntime, die kann uns dann halt noch ein bisschen weitertragen. Dann brauchen wir aber tatsächlich ordentlich Bums in der Stage unten drunter. Und ich würde gerade tatsächlich dazu tendieren zu sagen, wir scalen hier mal eine Runde hoch. Sieht auch irgendwie scheiße aus, ne? Okay, vielleicht tun wir das auch nicht. Wir gucken mal, was wir aus dem Normalen rausholen können. So, wir werden auf jeden Fall hier unten einen Mainsail brauchen, damit sich überhaupt irgendwas bewegt. Jawohl, Atmospheric hat die aber auch nur noch 1,03. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hier noch ein bisschen Unterstützung ranholen. Und ich denke mal, die nehmen wir uns mit in Form von. Puh, wir brauchen echt noch viel Delta V, ne? Richtig viel Delta V. Na gut, dann keine halben Sachen. Was soll der Geiz, ne? Wir bauen ja hier Raketen und nicht Kindergeburtstag. So, nehmen wir mal an, wir würden das alles in eine Stage packen. Plus die Upper Stage sind wir bei 3400 und 7. Wir brauchen 3400, um in einen Orbit um Tante Kirwin zu kommen. Das sieht gut aus. Wir haben in der Upper Stage dann noch genug, um in aller Ruhe nach Minmus rüber zu düdeln. Und irgendwie ist das asymmetrisch. Das ist nicht gut. So. Das gefällt mir nicht. So. Zack. Sehr schön. Schon besser, weil nicht mehr asymmetrisch. Und ja. Gut, jetzt können wir aber noch die gute alte Fuel Duct Nummer anwenden. Um natürlich dann nochmal sicherzustellen, dass wir auch als allererstes mal von. Lass mal gucken, ob ich die Stelle gut treffen kann. So. Fast gerade. So, jetzt betanken wir nämlich dann von außen nach innen unser Supergerät. Das gibt uns ein bisschen Puffer sogar noch, um die ganze Geschichte nach oben zu bringen. Gut, Atmospheric Thrust Weight ist beim Start dann auch mit 1,65 hoch genug für unsere Zwecke. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch ein bisschen gucken, dass wir hier uns an ein paar Klassiker halten, nämlich an. Ich habe noch das Teil hier vergessen. So, da haben wir sogar 224. Ja, da können wir richtig schnell wegstarten. Das ist schön. Gut, gut, gut. Dann brauchen wir noch ein Startgerät. Zack. So, und dann noch so ein paar klitzekleine Kleinigkeiten. Nämlich, wir werden auf jeden Fall für unsere kleine Raumflotte hier eine Möglichkeit der Stromerzeugung brauchen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Es muss halt nicht komplett übertrieben teuer werden. Die Dinger kosten 3000. Ja, die brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich glaube, für unsere Zwecke reicht es komplett aus.
wenn wir. Mit den Teilen hier arbeiten. So. Zack. Das müsste eigentlich tun. So, und dann gibt es antennenmäßig noch unsere Launch-Antenne, mit der wir alles so rund um Kerbin erledigen werden. Und dann natürlich unsere. Später wollen wir auch mal mit Leuten ganz weit weg reden können, Antenne. So, klappt die sauber aus. Zip. Zip. Sehr schön. Okay, das stört sich auch nicht mit dem Solarpanel. Gut, such. Jetzt habe ich direkt mal meinen Delta-V-Plan vom Tisch runtergeschmissen. Ich glaube, so passt das schon mal ganz gut. Strom haben wir, Antenne haben wir, Batterie haben wir. Sprit ist drin. Jetzt fällt mir nur gerade auf. So richtig gut zu docken wird das wahrscheinlich nicht, muss aber wahrscheinlich auch gar nicht sein, weil wir einfach Füllstutzen mitnehmen, um das Ding dann, sobald ein Ingenieur auch nur in der Nähe ist, befüllen zu können. So, da wird nämlich ein Füllstutzen hier. Zweiter Füllstutzen hier. Und dann kann man nämlich einen abbauen und rüber an das andere Gerät. Ach, das ist aber auch irgendwie asymmetrisch. So, zack. Warum macht das gar nicht? Warum tust du mir das an? Hä? Komm schon. Sei nicht so zu mir. Will er nicht machen. Na gut. Dann machen wir sie übereinander. Dann sieht das nicht ganz so lausig aus. Zack. Nimm aber bitte das billigste Modul zum Testen. Niemals würde ich das billigste Modul zum Testen nehmen. Ich nehme natürlich das schwerste Modul. Ich will ja wissen, dass es funktioniert, weil wenn es damit funktioniert, funktioniert es mit dem Rest auch. So, Autostrut Heaviest Part. Dann hier bitte einmal Autostrutten zum Root Part. Und ihr Autostruttet euch bitte zum Root Part. Sehr schön. So, du autostrattest dich zum Heaviest Part. Du autostrattest dich zum Root Part. Und das Ding müssen wir unbedingt noch einstellen. Ich möchte nämlich vier Stück. Eine relativ geringe Ejection Force in dem Falle. Clamshell Deploy. Dankeschön. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir hier alles irgendwie beisammen haben und dass sich da vor allen Dingen auch keiner reingeschlichen hat. Das sieht gut aus. Also hier ist alles leer. Probe Cores sind am Start. Staging sieht ungefähr so aus. Und ich speichere jetzt mal noch kein Sub-Assembly weg, weil wir wissen es ja noch gar nicht. Also ob das funktioniert, meine ich damit. Wir machen jetzt einen Probestart mit diesem formidablen Geräte. So. Und schauen mal, ob wir es damit tatsächlich. Ja, das sollten wir hier an der Stelle vielleicht noch strutten. Zack, ob wir es damit tatsächlich bis in Orbit schaffen. Das würde mich auf jeden Fall wundern, wenn es auf Anhieb klappt. Aber ich lasse mich immer wieder gerne negativ überraschen. Deshalb los geht's, würde ich sagen. Wir machen mal einen kleinen Probestart mit unserem Station Core mit nur geschmeidigen 680.000 Grusel Kosten. Damit wäre ich bei HKK, glaube ich, schon wieder fünfmal pleite mit dieser einen Rakete. Aber hier können wir es einfach machen. In diesem Sinne, los geht's. So, ich betrink mich vorher auch noch ein bisschen, damit ich das ertragen kann. Es wird bestimmt vorne und hinten nicht funktionieren. Aber schauen wir mal. Ne? So, und ich sehe es gerade, ich muss jetzt auch mal an alle, die jetzt, ich hoffe, ein paar von euch sind hier.
Ich sehe gerade, dass ich 11 Hostings gerade habe. Ich bin hellauf begeistert. Ich bin eher so ein Typ, der sich nach innen freut, deshalb sieht man das von außen nicht so. Aber vielen lieben Dank mal an alle, die mich immer wieder hosten, auch automatisch hosten und mir die Möglichkeit geben, so noch ein paar mehr Leute zu erreichen. Ja, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für die ganzen Hostings. Das ist echt eine schöne Sache. So, ich muss jetzt nur mal eine Stelle finden. Die Das ist jetzt wieder das Problem, dass ich die Sachen da drin nicht anklicken kann, richtig? Ach doch, kann ich schon. Kann ich schon. Da muss ich ja nur auf die richtige Höhe kommen. Okay. Unbedingt noch gedankliche Notiz an mich selbst. Das Ding hier im Staging aktivieren, dass ich sauber Kontrolle in die richtige Richtung ausübe. So, Vorsicht mit dem Autostrut und dem Bau von größeren Stationen. Da sind schon seltsame Dinge beim Zusammenbau bei mir passiert. Ja gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Muss man halt sehr vorsichtig andocken, hoffe ich. Gut, seid ihr bereit? Ich bin's nicht, aber wir starten jetzt einfach mal. Und das müsste jetzt zumindest ja eine gewisse Kompensation durch die lieben, wie heißt es? Massive Scale Launches geben. Da sollten wir eigentlich das volle Programm durchgreifen. Und ich sage jetzt einfach mal 2-1 Risiko. Fliegt schon mal. Geht sogar richtig gut ab. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich gebe ihm schon mal einen kleinen Drall mit. Keinen Rest gleich selber machen. So, ich muss hier mal tatsächlich ein bisschen. So, 1,5. So. Schön. Ja, ich weiß, was du meinst. Nach dem Andocken, dann rastet wahrscheinlich das Autostrut wieder ein und macht Dinge, mit denen man so nicht gerechnet hätte ursprünglich. So, jetzt geben wir dem Teil mal einfach den Prograde mit. In der Theorie müsste das ja einen wunderschönen Gravity-Turn für uns durchführen, wenn wir es immer so bei ungefähr 1,5er Thrust Weight halten. Also ich nehme jetzt gerade so nach und nach ein bisschen Geschwindigkeit raus. Damit wir, ne? Ich glaube, ich muss ihn noch ein bisschen mehr davon überzeugen, dass er drehen möchte. Im Moment macht er das nur sehr, sehr langsam. Gehen mal ein bisschen mehr an die 1 ran. Sieht aber ganz gut aus. Okay, jetzt kommt er auch rum mit seinem Knallbonbon. Wir haben die 10 Kilometer überschritten. Sind mittlerweile noch so auf einem knappen Drittelschub. Das mache ich aber gerade, wie gesagt, ein bisschen mit Absicht, um ihn für so einen Gravity-Turn ein bisschen zu begeistern. Weil wir beschleunigen ja auf jeden Fall noch. Das ist okay. So, und wir gewinnen währenddessen auch weiter an Höhe. Das heißt, wir kommen auch aus der Atmosphäre raus. Triebwerke werden effizienter. Alles wird gut. Alles wird gut. Also ich hoffe jetzt, dass ich ihn vor dem Staging noch sauber auf die 45 Grad runter bekomme. Dann kann ich schön raus beschleunigen. Das sieht aber insgesamt, glaube ich, okay aus. So, wir sind fast wieder bei 1,5er Thrust Weight. Auch das ist ganz in Ordnung. Wir sind viel zu hoch. Viel zu schnell gestiegen, aber jetzt verlieren wir gleich die Außentanks. So. Saubere Abtrennung, das sieht gut aus. Und ich lasse uns jetzt mal mit voller Absicht ein bisschen an die Periapsis, an die Apoapsis rangehen. Damit wir da ein wenig flacher werden vom Winkel. Mal gucken. Also beschleunigen darf er schon. Wir wollen ja auch aus der Atmosphäre raus. Sehr schön, okay. So sieht das gut aus, glaube ich. So müssten wir ganz gut Fahrt aufnehmen. Wir haben jetzt noch 800 Delta V in der momentanen Stage drin. Wir kommen näher an die Periaps ran. Wir haben 1,46, 1,47. Also ich halte ihn jetzt gerade mal so ein bisschen bei 15 Grad
steigend. Das müsste eigentlich jeden Moment die Apoapsis fangen, hoffe ich zumindest. Schauen wir mal. Wird ein bisschen knapp. Ich glaube, ich muss die Nase hochnehmen, sonst komme ich zu flach raus, weil das nächste Triebwerk ist nicht gerade der Oberburner. So. Discovery, nominal Miko, Ohms 1, not required. Dankeschön für die Bits, lieber Emo Jack. Ja, der Caps Lock schleicht sich mit jedem Windows-Update wieder heimlich in meine Systemkonfiguration rein. Die kleine Mistsau. Der lässt mich einfach nicht in Ruhe. Der hat seine Narren an mir gefressen, wie man sagen würde. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier eine gute Kombination finden aus rausbeschleunigen und gleichzeitig so, mal ganz kurz hier aufmachen. Sparen wir auch wieder ein paar Gramm. So. Ich hoffe ja, dass das ausreicht, um hier noch in Orbit hochzukommen. Wir haben gar nicht so viel Speed drauf. Also, Delta V haben wir auf jeden Fall genug, um das zu schaffen. Und die Frage ist jetzt halt, ob unsere Thrust-Weight ausreicht dafür. Im Moment tut sie das nämlich definitiv sowas von nicht. Und ich kann die Atom-Triebwerke auch nicht mitzünden. Oh, das wird problematisch. Das wird tatsächlich problematisch. Wir sind nicht schnell genug geworden. Also ich muss am Anfang mehr Geschwindigkeit und Höhe aufbauen. Dann klappt das eigentlich auch. Ich bin ein bisschen zu langsam geflogen auf der ersten Triebwerksstufe und ich glaube, ich krieg es jetzt nicht mehr zurechtgezogen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, aussieht. Aber ich glaube nicht, dass ich das noch hinbekomme. Ah, 18, 10. Mal gucken. Vielleicht rettet mich das bisschen Geschwindigkeit, was ich schon hatte. Ah, ich weiß es nicht. Ist knapp. Brauche eigentlich den Speed vorwärts und ich muss ihn gerade nehmen, um gegen den Höhenverlust anzukämpfen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja noch in Orbit geschoben mit Ach und Krach. Wird auf jeden Fall knapp. Und ja, ohne das ab und zu mal piepsen wäre es schon irgendwie komisch. So, wir haben ein bisschen Zeit. Bis uns die Atmosphäre bitter wieder einholt. Es ist also nicht alles verloren. Und wir sind dann schon relativ nah an Orbitgeschwindigkeit dran. Mal gucken, vielleicht kriege ich das noch in den Orbit hochgezaubert. Ist der Crossfeed. Aha, so wird auch ein Schuh draus. So. Okay, das ist gar nicht so übel. Es ist gar nicht so schlecht. So. Es fehlt nicht mehr viel. Das könnte tatsächlich funktionieren. Nicht besonders schön. Alles ein bisschen knapp. Aber es könnte funktionieren. Wir haben nicht mehr viel zu machen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie gut dann tatsächlich die Atomtriebwerke performen. Aber ich glaube, das kriege ich hochgeschoben. Das sind nur noch 100 Meter pro Sekunde. Das schaffe ich. Das schaffe ich tatsächlich. Also etwas. Airstaging. So. Etwas schöneres Launch-Profil beim nächsten Mal verwenden, um flacher rauszukommen. Aber. Abseits davon, so kann ich die Apoapsis schon hinter mir herziehen? Müsste jeden Moment klappen.
ich sie ein bisschen anstelle. Komm schon, komm ran. Komm ran zu mir. Ja, da kommt sie. Sehr schön. Okay. Apoapsis holt auf. Das heißt, ich krieg sie gefangen und ich krieg sie auch noch über der 70 gefangen. Sehr schön. Und wir haben noch 3000 Delta V. Damit kommen wir dann locker nach Minmus rüber geschrabbelt. Sieht also alles gut aus. Unser Traumschiff rettet sich mit Mühe und Not in den Orbit rüber. Keine Glanzleistung. Aber dafür war es ja ein Testflug. Also der Testflug scheint aber zu überleben. So. Und there comes the Apoapsis. Sehr schön. Na, das hat doch bedeutend besser geklappt als befürchtet. Ja. Nee, schon hier bleiben, mein Junge. Schön hier bleiben, liebe Apo. So, wie viel Hitzeentwicklung haben wir bisher? Auch alles ziemlich zivil. Gut, ich gehe mal ein bisschen weiter auf die Dings drauf. Extend Antennal. Extend dieses Solarpanel und extende bitte auch dieses Solarpanel. Und dann gibt nochmal Schub, um uns in den Orbit zu holen. So, Massive Scale Launch, das hat uns mal eben noch ein paar Dollars aufs Konto geschmissen. Sehr schön. Das heißt, wir sind im Orbit angekommen. Teststart soweit okay. Ich glaube, es ist kein Verbrechen, wenn ich bei den weiteren Modulen vielleicht nur 25 Tonnen Nutzlast starte statt 29. Das wird es ein bisschen einfacher machen, aber auch mit 29 Tonnen ist alles Chico. Ist alles total entspannt. Kriegt man, also total entspannt, war ein bisschen knapp, ich gebe es ja zu. Aber kriegt man hin. Kann man machen. Kann man auch genau so machen. So, ich würde sagen, wir verlegen jetzt mal dieses Teil auf gar magische Art und Weise rüber nach Minmus, um es dort dann für die Betankung vorzubereiten und auf Minmus auch tatsächlich eine Betankung zu machen. Set is target. So, und unser nächster ist hier drüben. Dann werden wir hier erstmal eine kleine Inklination. Also wir machen das heute richtig vorschriftsmäßig. Achso, ich wollte gerade sagen, warum bewegt sich das, aber ich war im Kamerafokus auf dem Links drauf. Alles ist gut. So, wir machen das heute richtig, richtig strebermäßig. So, mit Inklinationsanpassung und all diesem Schnickschnack. Alles, was man halt so macht, wenn man Raumschiff fliegt. So. Zack. Sehr schön. Gut, dann haben wir... Achso, ich habe übrigens mal Better Burn Time. Ein paar von euch haben mich schon darauf hingewiesen. Ihr habt völlig recht. Macht vieles einfacher. Ich habe es mal installiert. Mal gucken, wie ich klarkomme. Ich hatte das auch selber ja schon mal vor Ewigkeiten im Modding-Mittwoch vorgestellt. Nee. Dann kann man es ja auch mal benutzen. Und ich habe auch die ganzen Mods geupdatet. So ungefähr eine halbe Stunde, bevor ich den Stream angefangen habe. Also, ich hoffe, das läuft alles. Ich bin nicht so sonderlich intensiv zum Testen gekommen. Aber ich habe eine Sicherheitskopie, falls was nicht funktioniert. So. Wie sieht's mit Strom? Was ist hier? Achso, ja, das muss ich auch unbedingt mal wieder abschalten. Im Moment nutze ich das halt nicht besonders intensiv. Ich sollte Stage Recovery tatsächlich mal der Form halber deinstallieren. So, Strom haben wir ungefähr 1 Milliarde Einheiten. Nicht zuletzt wegen dieser doch dezenten Batteriebank, die in dem Core-Modul verbaut ist. Das Core-Modul hat übrigens auch irgendwo ein Probe-Core. Irgendwo da so oder so. Ja, da ist der coole Probe-Core, der uns diese coolen Manöver zur Verfügung stellt. So, insgesamt dauert es noch einen kurzen Moment, bevor wir den Node starten dürfen. Das nehmen wir natürlich noch mit. So, in der Dunkelheit versteht sich, weil wegen ISO. Aber es müsste auch gleich wieder hell werden. So, wird es dann gleich wieder hell? Ah ja, bisschen noch. Ein bisschen noch. Könnt ihr was sehen? Ja, ne, man kann das Raumschiff, zumindest so die grünen Lichter kann man ein bisschen sehen. So. Gut.
Gut, 14 Sekunden, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los. So, ich hoffe, ihr mögt mein Design. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gefragt. Das soll aber auch einfach nur, ja, den ganzen Kram nach Duna bringen und dafür scheint es geeignet zu sein. Also zumindest die Delta-V-Zahlen sehen gut aus. Ja, ich kann aber auch hier einfach den hier tun, ne? Wenn euch das zu dunkel ist, müsst ihr nur ein bisschen was sagen. Ich kann das alles hochstellen hier. Ist alles vorbereitet. Alles. So. Irgendwie habe ich ein bisschen spät geburnt, oder? Kann das sein? Irgendwie schon. Ich glaube, ich breche das nochmal ab. Das macht ja keinen Sinn, was ich hier gerade tue. Irgendwas habe ich falsch interpretiert auf dem Better Burn Time. Wir probieren das nochmal. Moment. Bitte warten Sie einen kurzen Moment. Der Pilot übt, mit Better Burn Time umzugehen. So, zack. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen was nachkorrigieren. Zack, 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 zack. Sollte es da nicht irgendwie eine Anzeige für geben, die mir sagt, jetzt zünden oder so? Das war auch nicht die Stelle, die ich wollte. Doch, war es schon. Ich muss brennen, wenn die Punkte unten weggehen. Na gut, ich brenne gleich mal, wenn die Punkte unten weggehen. Büp. Punkte gehen weg. Noch mehr Punkte gehen weg. Büp, 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 büp. Los. Oh oh. Ich brenne voll in die falsche Richtung. Oh Gott. Ich bin ein Fehler. Ich bin ein großer, ernstzunehmender Fehler. So, man hätte das vielleicht vorher mal drehen müssen. Jetzt aber. Okay, sind wir ein bisschen zeitlich drüber. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Gut, wir schaffen das noch nach Minmus heute. Ich bin da unbesorgt. Vielleicht auch ohne die Duna-Station kaputt zu machen. Vielleicht auch nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher. Es läuft bisher nicht so richtig gut an. Und ich hoffe, ihr seid auch damit einverstanden, dass ich im Moment so ein bisschen sehr stark Richtung Duna fokussiere, weil ich gemerkt habe, dass dieses ganze Micromanagement der verschiedenen Basen uns doch im Moment ziemlich aufhält. Und ich für Duna jetzt gerade auch mit der Raumstation, aber auch mit der Idee, die zumindest in meinem Kopf da ist, wie eine Duna-Bodenstation aussieht, ich schon sehr stark auf Langfristigkeit plane. Also, dass wir Basen bauen, die wir sehr lange Zeit einsetzen können, ohne dass sie versorgt werden müssen. Was definitiv halt mit den ersten Raumstationen und der ersten Moonbasis und so nicht so besonders der Fall war. Die Minmus-Basis läuft schon relativ gut, finde ich. Die fühlt sich sehr angenehm an. Die hat ja mittlerweile auch Habitation bis zum Erbrechen. Wir sind da also, glaube ich, zumindest auf einem guten Weg. So, zack. Schwubbeldiwupp. Jetzt müssen wir nach Minmus. Was auch relativ bald der Fall sein könnte. Lasst uns doch mal gucken. Ein bisschen spät, ne? Würde das dann noch reichen? Nope. Wir gehen dann also eh mal einen Umlauf nach hinten. So. Zack, das passt, glaube ich, ganz gut. Focus View und wir kommen auf der Seite da rum. Bla bla. Raumstation ist in die Richtung unterwegs. Gut, das können wir alles noch korrigieren. Machen wir mit einer Mid-Course-Correction. Na, Duna, ja, Minmus ist nicht nur die Trockenübung für Duna. Minmus ist mein. Die NASA nennt sowas Deep Space Gateway. Also Minmus ist meine
meine Basis, um alles vor, also um das Zeug hier auch wieder aufzutanken. Weil der Trick ist, dass man von Minmus aus mit, also deshalb übrigens, wenn ihr euch für interplanetares Reisen eine externe Tankstelle baut, baut die um Himmels Willen nicht am Moon, Mann, Mühen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Also nicht am inneren Mond auf, weil viel stärkere Gravitation, ihr verschwendet viel mehr Sprit auf das Starten und Landen. Und ihr braucht nochmal viel mehr Delta-V, um von da aus in eine Sonnenumlaufbahn zu kommen. Wenn mich nicht alles täuscht, von Minmus aus, also von einem Minmus-Orbit aus, in einen Sonnenorbit zu wechseln, sind sage und schreibe 60 Delta-V. 60 Delta-V. Oder 90, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall deutlich unter 100. Aber ich meine, es sind sogar 60. Und damit habt ihr ein voll betanktes Vehikel, was ihr wirklich auf der linken Arschbacke betanken könnt, weil ihr könnt im Prinzip mit einem Jetpack landen auf Minmus. Müsst dann nur noch irgendwie eine Gießkanne mitnehmen mit ordentlich Sprit drin. Und von dort aus startet ihr quasi für lau in Sonnenorbit. Also ihr seid in der Startposition. Ihr könnt dort, und das werde ich jetzt tun, ich versammle im Prinzip eine komplette Flotte jetzt in den nächsten Wochen und Tagen, Tagen und Wochen, also Spieltagen und Wochen. Im Minmus-Orbit werde die an der Raumstation nach und nach alle betanken und die dann in Warteposition versetzen, um Minmus rum, um starten zu können. Um tatsächlich dann einfach stumpf die Flotte zu starten, sobald sich das Duna-Startfenster öffnet und die alle schön betankt zu haben. Ja, so sieht's aus. Das ist das Plan. Oder auch der Plan, wenn wir korrektes Deutsch reden. So, ich probiere das jetzt nochmal hier mit diesem Burn-Time-Gedöns, diesmal auch mit dem Manöver in Ausrichtung. So, zack. Ein Punkt ist weg. No, Punkt. 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 Oh, 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 oh. Ja, Timing war diesmal nicht so gut, aber wir sind nah dran. Los geht's. So, wir starten in Richtung Minmus mit einem sehr gewöhnungsbedürftigen Burn, weil ich sehr stark unten burne, aber das wird schon gut gehen. Und wie lange streame ich heute? Also offiziell in den Kalender eingetragen habe ich, glaube ich, lasst mich nachgucken, ich glaube bis um 2. Das ist, was ich offiziell gemacht habe. So. Und reell, bis ich keinen Bock mehr habe. Oder um 2. Also ich unterstelle, dass ich spätestens um 2 tatsächlich auch keinen Bock mehr habe. Genau. Aber offiziell ist bis um 2 eingetragen. Hochoffiziell. So, jetzt müssen wir alles wieder zurechtklicken hier. Zack. Zack. Gut. Und noch so ein paar Infos für euch. Ich werde, guckt in den Kalender mal rein, mit Ausrufezeichen Kalender, könnt ihr den Link zum Kalender bekommen. Dort findet ihr für morgen tagsüber auch noch, morgen und übermorgen werde ich tagsüber Galileo streamen. Ich werde am, jetzt lasst mich nicht lügen, ich plane am, also den Stream am 30., wo jetzt noch Hardcore Colonization drin steht, den werde ich, das ist der jetzt quasi, den werde ich umdiktieren zu irgendwas anderem, wo dann das Gewinnspiel stattfindet. Ich schulde euch ja noch das große Wintergewinnspiel, pun intended, das definitiv kein Weihnachtsgewinnspiel ist, weil wir es ja nach Weihnachten stattfinden lassen. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, da gibt es was zu gewinnen, das muss ich noch eintragen. Aber es werden coole Gewinne sein. Und zwar, Trommelwirbel, Hauptpreis wird ein 50 € Steam-Gutschein sein. Zweiter und dritter Preis habe ich mich mal, obwohl ich den Preis nicht weiß, so weit aus dem Fenster gehangen, dass ich dort als zweiten und dritten Preis einmal, sobald sie erscheint, die Making History Expansion von Kerbal Space Program verlosen werde. Und dann wird es noch diverse kleinere Preise geben. Mal gucken, was ich noch zusammenkratzen kann. Und auf jeden Fall auch die Möglichkeit, Plätze in Hardcore Colonization für die Duna-Mission zu gewinnen. Und bei jedem, der was gewinnt, ist auch immer noch eine kleine Autogrammkarte mit dabei. Allerdings nur für die Leute, die mir dann auch ihre Adresse geben wollen, weil die Autogrammkarte muss ich euch schicken. So. Ist die Spriterzeugungsleistung auf Minmus denn hoch genug, um alle Trucks
bis zum nächsten Transferfenster voll zu machen. Also, da wir noch fast 2 Jahre Zeit haben, hoffe ich, wir haben rechtzeitig genug angefangen, ja. Aber wir müssen jetzt mal loslegen. Ich glaube ja, wir haben tatsächlich eine relativ gute, und schnelle Spriterzeugung. Ja, also es wird einiges zu gewinnen geben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich es auch mit Hardcore Colonization kombinieren, weil es einfach total Sinn macht. Vielleicht spiele ich aber auch was. Vielleicht fahre ich auch Truck oder so. Wer weiß das schon so genau? Nein, es wird, denke ich, irgendwas Körbeliges werden. Oder wir machen Voting auf und ihr dürft mal sagen: Hey, Robert, spiel doch mal folgendes lustiges Spiel. Wir werden sehen, irgendwas Lustiges werden wir schon machen. Am 31. streame ich dann nicht, den habe ich jetzt schon freigeräumt. Da nehme ich mir komplett Zeit, um mit meiner Frau Zeit zu verbringen und Silvester zu feiern. Tada! Genau, und dann wird alles wieder so ein bisschen normal. Mit kleineren Änderungen im neuen Jahr, das heißt, Hardcore Kerbal wird jetzt auch auf Twitch stattfinden ab nächster Woche. Damit diese Verwirrung endlich aufhört, wo hier eigentlich was stattfindet. Ein Livestream ist immer auf Twitch. Punkt aus Ende. Wie wäre es mit einem Pong-Stream? Ist das, du meinst hier das Pong? Ding, ding. Das weiß ich noch nicht. Wäre sehr retro, aber wäre wahrscheinlich auch sehr langweilig. So, wir nähern uns hoffentlich so langsam. Naja, sehr langsam. Mühsam ernährt sich das Körbelhörnchen. So, Temperatur sieht okayisch aus. Radiatoren kühlen. Das ist alter Mannwort für Blobby Wolly. Space Taxi C64. Ja gut, dafür müsste ich natürlich einen C64 haben. Habe ich aber nicht. So. Wie sieht das hier aus? Es wird langsam. Okay. Also, wir haben noch 2000 und ein bisschen Delta V. Der Verbrauch verteilt sich. Also, es funktioniert auch alles so wie gedacht, dass der Kram sich hier sauber verteilt. Und hallo auch an den Räuber Rotznase. So. Ich finde diese Module halt echt schön, ne? Das sieht echt cool aus und ich freue mich schon darauf, das alles irgendwie zusammenzusetzen. Das muss ich auch noch testen, wie dieses Snap müsste ja eigentlich dann die Dinger im richtigen Winkel zusammensnappen lassen. Mal schauen, was ist das da unten schon wieder? Man weiß es nicht. Was ist das? Was fliegen wir gerade vorbei? Das ist Minmus Space Alpha Ship und eine Falcon 9 Probe. So. Die driften auch noch im Orbit rum. Faszinierend. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier unsere Manöverreste vernünftig hinbekommen. Und dann die Raumstation nachher noch ordentlich treffen. Die fliegt so rum, das heißt, wir sollten da dran vorbeifliegen, aber das machen wir mit einer kleinen Mitkurs, wie gewohnt. Jo, die Radiatoren haben mittlerweile ganz gut Temperatur aufgebaut. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Wir haben da durchaus noch lange Burns vor uns. Okay, aber wir sind gleich durch. Ja gut, wenn es explodiert, explodiert es. Deshalb machen wir den Testlauf. Weil viel schlimmere Burns als das werden wir nicht mehr machen. Da kommt er. So. Good enough. Den Rest machen wir mit einer Mitkurs. Okay. Radiatorpanels sind bei
96% und kühlen jetzt langsam ab. Okay, da ist schon ordentlich Thermallast draufgekommen, aber es zieht es aus dem Tank raus. Das ist aus den Tanks raus, das ist ja schon mal wichtig. Also besser, als wenn die Tanks beginnen zu überhitzen. Sollen ruhig gerne die Radiatorpanels ordentlich auf Temperatur gehen. Okay, aber das waren jetzt gute 1000 Delta V, also 900 plus minus. Und ich glaube, wir haben auf dem gesamten Weg nach Duna, ne, auf dem gesamten Weg nach Duna keine derartige Belastung mehr. Das heißt, es sollte ausreichen für unsere Zwecke. So. Jetzt planen wir mal so in. Oh, lasst uns ruhig noch ein bisschen weiter rausgehen. Eine Stunde 50. Jawohl, das gibt mir nämlich genug Zeit, um ein bisschen rumzuspielen. Mit. Oh ja. Zack. Zack. So, passt das ungefähr? Nö. Minmus Space Station ist irgendwie ganz woanders. Okay, so schon eher. Dann kommen wir zumindest über ihre Play. Oh, shit. Jetzt habe ich mich ja richtig vertan. Da ist sie. So, einmal abgerutscht, aber das passt. Wir kommen dann so rein. Die Space Station ist in diese Richtung unterwegs. Das haut hin. Ich prüfe das nochmal mit dem Zeitraffer. Ja, sie ist in diese Richtung unterwegs. Genau, dann bremsen wir uns hier ein, machen dann eine Korrektur unserer Inklination auf die Höhe der Space Station und fliegen dann hin. So, und apropos Space Station, so, das machen wir jetzt mal hier in die Uhr rein. Ich möchte jetzt nämlich gerne einmal unser Sprittaxi landen und für den nächsten Versorgungsrun vorbereiten. So, und ich packe mir jetzt mal so einen geilen Lebkuchen aus. Ich hoffe, die sind gut. Aber normalerweise. Knister, knister. Wenn man es von den Eltern bekommt, ist ja eigentlich immer lecker, oder? Super. Bisschen trocken. Möchte jetzt nicht undankbar klingen, aber ein bisschen trocken. Okay. Ist da schon jemand drin? Der Luis. Okay, sehr schön. Luis, wie geht's dir denn so? Wenn ich dich jetzt abducke, drehst du dann durch? Nö. Hat man mal keinen Glühwein dazu gepackt? Nee, leider nicht. Oh Gott. Ich muss mal ganz kurz. Sorry, Freunde. Ich habe hier irgendwie ein bisschen Staub im Hals. Aber zum Thema coole Weihnachtsgeschenke. Ich habe euch das ja noch gar nicht erzählt. Die wohl beste Ehefrau der Welt, damit meine ich meine Ehefrau, hat mir ein Trommelwirbel, ein Mynor Bass T-Shirt geschenkt. Also einfach nur so ein weißes T-Shirt, auf dem Mynor Bass draufsteht. Total hervorragend. Das ist so abgefahren, das ist so vielschichtig nerdig. Das werde ich auf jeden Fall regelmäßig auf Arbeit tragen. Und dazu habe ich noch eine KSP-Tasse bekommen. Die kann ich dann sonntags im Stream immer ganz hervorragend ansetzen. Genau, und dann habe ich noch einen Globus bekommen, der an so einem Magneten hängt, also der so schwebt quasi, aber nicht nur ein Globus von der Erde, sondern ein Globus vom Mond. Tja, oh ja, war ein sehr unterhaltsames Weihnachten. Ich habe mich sehr amüsiert, das war sehr lustig. Okay, hier haben wir zumindest schon mal alles, was wichtig ist. Da ist auch ein Pilot drin, da unten sitzt keiner drin, das ist auch gut. Triebwerksges sind auch da. Ich glaube, wir können mit gutem Gewissen starten. So. Unlock und
Wir entfernen uns erstmal ein bisschen. Och, und in dem Moment strahlender Sonnenschein, wenn das kein gutes Zeichen für diese Mission ist. So. Oh, ein Teleskop ist auch eine super Sache. Das muss ich mir auch irgendwann mal geben, ein Teleskop besorgen. So. Gut, jetzt wollen wir zur Basis runter. Die wahrscheinlich. Nee, ein bisschen Glück. Oh, Gott sei Dank ist auch gerade voll Tageslicht und so. Set as Target. Inklination minus 168 Milliarden Grad. Heißt das, wenn wir da durchfliegen, dann muss ich das anpassen? Wahrscheinlich, oder? Das ist der Spot. Add. Dann kann ich das auch hier eigentlich auf den Äquator hochblasen. Okay, das wird wohl immer irgendwie im Minus bleiben. Ich habe irgendwie so das ungute Gefühl, dass 180 der Sweet Spot ist. So. Jo, dann kommen wir direkt drüber. Ja, cool, Mimir. Das freut mich, dass du da dein Teleskop bekommen hast, wenn du es schon so lange gewünscht hast. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Aber ich habe dann habe ich kurz geguckt, was so anständige Teleskope kosten. Dann habe ich davon wieder Abstand genommen. Da müsst ihr noch viele, viele Abos dalassen, bis Papa sich ein ordentliches Teleskop leisten kann. Und ich nehme an, Mimi meint eins für die Himmelsbeobachtung. Oder meinst du mich jetzt? Also ich habe geguckt wegen Himmelsbeobachtung, nicht wegen den Nachbarn. Unmöglich. Unmöglich, dieser Neo. Der ist hier Mod. So. Jetzt gucken wir mal, ob ich das heute mal hinbekomme mit diesem Timing da unten. Ein Punkt ist schon weggegangen. Noch ein Punkt. Noch ein Punkt. Noch ein Punkt. Und dann geht es plötzlich ganz schnell, ne? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Antrieb ist auch an. Ich gucke auch in die richtige Richtung, oder? Zündung! Hui. Okay, ich scheine alles richtig zu machen. Ein bisschen überflogen, aber. Gut, there comes the Basis. So, dann versuche ich heute mal die Basis anzufliegen. Vielleicht machen wir auch schon mal ein Bremsmanöver rein. Add Manöver. Wenn ich jetzt vor der Basis lande, müsste das ja später gleich nach der Basis sein, weil wegen Drehung des Planeten und so. Das dauert ja noch eine Weile. So, 874 Delta V sollte auch unkritisch sein. Jawohl, ich brauche 180 zum Landen. Müsste eigentlich alles passen. Ist Luis eigentlich glücklich? Ach, indefinite. Luis würde das für immer machen, wenn man ihn lassen würde. Luis würde für immer hier mit rumfliegen. So, haben wir das auch mal geklärt. Ich muss nur Luis irgendwann mal wieder neues Essen geben. Ich glaube, das hatte ich hier drinnen irgendwo versteckt, ja. Das wird langsam ein bisschen spärlich. Aber vielleicht kann er sich ja da frisch gewachsenen Minmus-Salat gleich abholen. Wenn er eh da unten dockt. Irgendwie diese Punkte da unten, erst bewegt sich gar nichts und dann passieren plötzlich so viele Sachen. Aber gut, die letzten drei Böbbeln scheinen sich in Sekundentakt zu verschwinden. Pick, pick, Feuer. So. Oh Gott, die Kamera macht mich wahnsinnig. Deshalb bei sowas immer auf den Navball gucken. Das ist das Einzige, was sich manchmal nicht dreht.
Dann wächst der Salat besser. Weil es keine Atmosphäre gibt und damit auch keine Schnecken. Ja, ich glaube, hoffe zumindest, in den Gewächshäusern gibt es irgendwie doch was. Was ist das da eigentlich? Ach so, die SCP Station. Na gut. So, dann driften wir doch mal rüber zur Basisstation. Zur Basis oder zur Station. Ach, guck mal, mit Funkrelay und allem drum und dran. Abgefahrener Scheiß. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier eigentlich angestellt haben. In 50 Sekunden möchte ich gerne noch mal ein bisschen bremsen. So ungefähr. Zack. Okay, das wird dann unser, ich nenne es jetzt mal. Funktioniert das? Oh, geil, ich habe die Action Group belegt. Oh, ich habe mal an irgendwas gedacht. Kommt ja selten genug vor bei mir. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Da hinten ist die Basis schon zu sehen, noch 32 Kilometer. Genau, und ich versuche natürlich wieder eine super tolle Landung hinzulegen, sodass ich das Ding mit den Ports hier mit der Kuppel da verbinden kann, mit der Kugel, die ich da aufgestellt habe, am Landeplatz. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Jetzt wird aber erstmal kurz gebremst. So. Zack, ich glaube, das ist gut genug. Ja, es ist hervorragend. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Anflugwinkel ist relativ okay. Also das habe ich schon mal schlechter hinbekommen. Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe das schon mal schlechter hinbekommen. So, Suicide Burn, bla bla bla. Ich bin unterwegs auf jeden Fall. Muss jetzt noch ein bisschen gucken, dass ich dann gleich eine gute Kombination von bitte nicht sterben. Impact in 96 Sekunden. Sehr schön. So, ich würde jetzt hier mal so ein bisschen vorbereitende Bremsung machen. War das zu viel? Nee, alles gut. So, ich will nur schon mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, dass ich das hier, dass ich nicht so ganz so unkontrolliert runterkomme. Sieht aber gut aus. So. Ja, und das ist dann immer so ein Tankflug. Oh Gott. Kamera lag. Okay, wir fliegen im Moment drüber. Das heißt, ich würde gleich mal die Hacken in den Teer hauen, um die Kiste dann abzubremsen, damit wir erstmal in der Nähe runterkommen. So. Fallen lasse ich ihn jetzt mal. Ich müsste ein bisschen mehr darüber, ne? Na, ein bisschen noch. Oh Gott, die Basis lädt gerade.
Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen drüber. Müssen wir gleich wieder uns ranpirschen. Aber ist ja nicht so wild. So, 600 Meter zum Boden. Da kommen wir auf jeden Fall schön sauber rein. So, ich drehe mich schon mal so, dass ich das dann gleich. Fangen kann. Sieht aber alles sehr entspannt aus. Okay, ja, der Luis ist da natürlich schon ein bisschen routiniert. Der macht das mal eben so. So, ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas mit dem guten Jungen, um mich mal hier rüber zu bewegen. Und mich so langsam aber sicher dem Landeplatz anzunähern. So, das läuft doch. Langsamer Schwebeflug mit 4 Meter pro Sekunde Annäherung. Wir parken den Hobel ein, wie sich das gehört. Und Chefkoch, vielen lieben Dank für dein Follow und ganz viel Spaß beim Zugucken auf jeden Fall. Oh, das kommt ein bisschen zu schnell. Jupp, 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 jupp. Joop. Und steht. Ich habe gesagt, steht. Hör auf zu rutschen. Ja, ich würde sagen, so kann man doch mal parken, oder? Tating. Fertig zur Betankung. Ich weiß gar nicht. Ich guck mal, ob Luis das selber machen kann. Und eigentlich ist das ja nur ein Stöpsel reinstecken. Riverskin, auch dir vielen lieben Dank fürs Follow. So. Gehen wir nochmal gucken, ob er das hinbekommt. Lalala. Der Selbstversorgerpilot hier. So, wir müssen jetzt nämlich einmal die Verbindung legen. Ihr dürft übrigens ruhig ein bisschen begeistert sein, was für eine tolle Landung ich gemacht habe. Abgefahrene, Instant-Supermäßige, direkt auf dem Parkplatz angekommene Monsterlandung. Oh ja, guck, Lincoln geht tatsächlich mit dem Pilot selber. Sehr schön, da muss nicht mal der Ingenieur aussteigen. Ja, die Straßenlaternen sind auch neu. Die sollen so ein bisschen nachts die Landezone ein bisschen deutlicher markieren, dass man weiß, wann man da reinkommt. Ist natürlich heute nicht so besonders hilfreich, weil wegen tagsüber. Aber der Tag wird kommen oder die Nacht wird kommen. Die Nacht wird kommen, an der. Oh, komm, jetzt hör auf, hier Sidesteps zu machen. Und sieh zu, dass du da hingehst. Hui. So. Und Link. Hervorragend. So, Betankungsvorgang kann offiziell starten. Du kannst mal offiziell hier kurz warten. Schwupp.
So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie stehen wir denn eigentlich mit den... Wir sind gar nicht offiziell verbunden, ne? Wir sind nur ressourcenmäßig. Sind gar nicht richtig gelinkt. Warum nicht? Das finde ich nicht gut. Warum ist das so? Warum sind wir nicht offiziell gelinkt? Wir sind doch gelinkt. Moment. Das verstehe ich gerade nicht. Ich muss mal kurz mit dem einsteigen. Das zu testen, weil eigentlich müssten wir verbunden sein. Ich habe ja gerade eine entsprechende Verbindung hergestellt. Wenn nicht, muss ich mich direkt gegen die Station linken, wenn das über den Anker-Hub aus irgendeinem... Also genau dafür habe ich den Anker-Hub hingebaut. Das wäre jetzt natürlich... Ich habe doch hier schon mal getankt über den Anker-Hub. Das wundert mich gerade ein bisschen. Das wundert mich gerade etwas. Das wäre ja Link. Haha, ja. Irgendwie tut das nicht, was es soll. Okay, da müssen wir noch mal. Cool, dass du gerade so ein bisschen rumbackst. Wie wäre es, wenn du dein Jetpack benutzt? So. Okay, gehen wir mal davon aus, dass wir das hier irgendwie nicht über den Anker-Hub machen können. Aus irgendwelchen Gründen. Ist jetzt irgendwas passiert? Pump hier, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich nicht. Nee, ich bin damit nicht einverstanden. Irgendwas tut hier nicht so, wie es soll. Plug. Oh. Stop pumping. An Link. Ich verstehe das nicht. Vielleicht ist das auch das Plug-Ding. Ich probiere jetzt mal hier kurz eine Direktverbindung herzustellen, ob sich das dann irgendwie anders äußert. Weil hier, wenn ich mich hierhin connecte, nee, bin ich aber auch nicht auf der Basis. Faszinierend. Oh, nicht, dass sich das mit dem Update irgendwie geändert hat. Ich habe ja Updates eingespielt. Nicht, dass die, aber dann sind ja die Connector-Ports zu gar nichts mehr gut. Okay, irgendwie, vielleicht muss ich doch gleich nochmal einen Ingenieur hier ranholen, um mir das nochmal genauer anzugucken. So. Unplug. Ja, an Link. Link. Link Mode enabled. So. Jetzt linken wir doch mal dieses Ding gegen dieses Ding. Mal gucken, ob das dann funktioniert. Aber ich habe so meine Befürchtungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die da sagen, nein, tut es nicht. Okay, jetzt kann man.
Egal, also wir betanken jetzt auf jeden Fall erstmal die Kiste hier mit liquidem Fuel und Oxidizer. Also jetzt sind sie auf jeden Fall verbunden. Muss irgendwie scheinbar ja dann an dem Ding da liegen. Sehr eigenartig. Sehr, sehr eigenartig. Na gut. Ist egal. Wir fragen nicht, dann werden auch keine dummen Fragen gestellt. Falls ich es noch nicht gesagt habe, Rivasakin, vielen lieben Dank für dein Follow. Und ganz viel Spaß bei den Körbonauten. So, jetzt käme dann quasi das und das und das und das, richtig? Richtig. 1, 2, 3, 4 sieht gut aus. So. Schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp. So. Und die pumpen wir jetzt auf. Uhu. Sehr schön, das funktioniert. Sehr gut. Jetzt pumpen wir unsere Fuel-Tanks auf. Theoretisch können wir jetzt eigentlich aber auch die Produktion hier umstellen auf Liquid Fuel Only. Weil wir den Oxidizer eigentlich nur fürs Shuttle brauchen, also fürs Hin- und Herfliegen. Ich glaube, wir werden den Oxidizer jetzt gar nicht weiter rauspumpen, sondern wir füllen jetzt einfach das Liquid Fuel auf. Weil sowohl das Space Shuttle, also mit dem wir den Crew-Transfer machen zwischen den Stationen, als auch unsere Duna-Flotte, die geplante, sind alle komplett atomar angetrieben. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur Liquid Fuel. Das heißt, wir können das jetzt mal durchlaufen lassen. Dann stelle ich nochmal sicher, dass wir tatsächlich im Moment auch nur Liquid Fuel produzieren und uns den Rest einfach sparen. Weil Oxidizer haben wir mehr als genug. Da müssen wir jetzt eigentlich gar nicht groß rumhanseln. Wie wäre es denn, wenn du sogar Oxidizer dir reinpumpst? Hm. Weil dann muss ich das gar nicht transportieren. Macht ja auch die Gewichtslast wieder etwas geringer. Den Flug etwas schöner. Also ihr seht, Produktion läuft. Sogar relativ gut. Nur das Umpumpen zieht sich etwas. Und wenn ich jetzt irgendwas Lustiges anklicke, dann geht wahrscheinlich alles in den Arsch und ich muss nochmal von vorne klicken. Aber Produktion läuft auf jeden Fall. Und wir können uns dann auch gleich noch ein bisschen Essen klauen. Denn ich bin mir ziemlich sicher. Ach, guckt euch das mal an. 12 Jahre Habitation. 15 Jahre. Jahre Homesickness. Und 155 Tage Essen haben sie auch. Und das kalkuliert sich halt langsam hoch, weil die ja fröhlich Essen produzieren. Und da werde ich ihnen jetzt, glaube ich, mal ein bisschen was von klauen. Tendiere ich zumindest dazu. Und hallo auch an den Vault Raider und an den Mickey. So. Wir sind fast durch mit unserem Betankungsvorgang. Und das ist erst einer von den beiden. Also wir haben hier hinten nochmal, glaube ich, ein Liquid Fuel. Da traue ich mich gerade nicht reinzugucken, weil das wahrscheinlich den Betankungsvorgang unterbricht. Da müsste auch noch mal ziemlich gut Liquid Fuel drin sein. Ich habe ja die ganze Zeit die Produktion laufen lassen. Also es ist ja, ich glaube, die Tanks waren einfach auf Anschlag. So, gucken wir noch mal hier rein. Jo, ist auch auf Anschlag. So, und wir können jetzt noch mal sagen, Stop ISRU, Stop ISRU. Ich glaube, wir lassen den jetzt tatsächlich mal kurz runterkühlen, weil ich habe, wenn ich das richtig sehe, überhaupt kein Ohr mehr.
Nee, das ist eh alle. Das heißt, wir lassen jetzt die Ohrtanks mal kurz volllaufen. Wir haben mehr als genug Liquid Fuel auf Reserve noch. Also hier hinten ist noch ein voller Tank. Und wir werden dann auch nur Liquid Fuel, glaube ich, erstmal herstellen. Vault Raider, yeah, seems like. Yeah, I guess you are. So mostly, most of the viewers are actually German spoken. So, as this is a primarily German live stream, yes, I think most of them are really speaking English, like Jack is currently writing. So yeah, if you have any questions, feel free to ask them. I can switch to English to answer your specific questions, but we'll have the actual stream in German still. So, yeah, because. My audience is pretty much German spoken, so if you organize like 200 guys which are English spoken, we can talk about me talking a little bit more English, but currently it's German. So, but if you have questions, feel free to ask them. Okay, das haben wir. Er sagt so, fast wie die Queen. Tea time. Ja, okay, wir lassen hier ein bisschen Ohr reinlaufen. Da haben wir genug Speicherplatz für, sowohl in dem Kanister als auch hier, als auch hier. Wir können auch irgendwann mal Monopropellant herstellen oder so, ist jetzt aber gerade nicht so wichtig. Zack, was wir jetzt noch machen, ist Essen holen. Do you use RTGs on your modules? A little bit. This is like an RPG. RTG, it's not exactly the same as an RTG, because it's using plutonium 238, which is, I think, after something like 2 years or so, the plutonium is used up. So I'm not having real RTGs currently, but the power pack is a little bit like an RTG, a little bit like. Yeah. Winter the Kerbal Queen. Okay, so, jetzt wollten wir noch Essen klauen. They don't look like they have a lot of electric charge. RTGs. Oder was? So, what exactly do you mean, Vault Raider? RTGs don't have electric charge? Or the Kerbals here? I think they have enough. Because of mainly solar and secondly the. Die Scout Pack. Okay, wir müssen jetzt mal das Essen suchen. Aim Chimera. So, dann gehen wir hier mal kurz rein. Schwupp. Und klicken uns mal. Zack. 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 Das ganze Essen an. Können wir hier nämlich mal den Tank ein wenig auffüllen. So, die haben wir schon. So, dann müsste ja eigentlich irgendwo hier. Irgendwo habe ich ja sicherlich Supplies angebaut. Jo. So, dann füllen wir einmal das Raumschiff wieder mit Supplies auf. Und hallo an den Windsailer, an den Arid. Und habe ich noch jemanden verpasst? Und Gu, ich habe dich zumindest vorher noch nicht gesehen. Falls du schon länger da bist, dann trotzdem noch ein Hallo. Hallo, ihr drei. So, wir füllen jetzt gerade einmal das Essen noch auf, weil wie gesagt, hier gibt es mehr als genug zu essen und die stellen sich eigenes Essen her. Wenn wir dann doch mal einen Supply Run machen müssen, dann ist das halt so. Es ist jetzt keine Weltreise nach Minmus. Und dann ist unser Transport-Shuttle erstmal wieder eine Weile versorgt. Seit dem Anfang bist du schon dabei, aber du warst stillschweigend mit dabei. Aber es ist manchmal auch okay. Ich gucke auch manchmal ganz gerne am Fernseher. Und dann ist mit Tippen irgendwie nicht so angenehm. Ich mache das manchmal dann parallel übers Handy, aber ich sitze auch manchmal einfach nur als Lurker im Stream und gucke über den Fernseher. Ich glaube, über den Fernseher bin ich noch nicht mal eingeloggt. Man bemerkt nicht mal, dass ich da bin. Hoho. Zumindest würde es erklären, warum ich auf dem Fernseher dauernd Werbung bekomme, wenn ich Twitch gucke. Ich glaube, ich muss mich da mal einloggen. Tja, habe ich noch was für Weihnachten vergessen? Irgendwas Körbeliges, was ich bekommen habe?
glaube nicht. Ich glaube, das war es. Der Globus, das T-Shirt, die Tasse. Aber es reicht ja auch, ich meine, um Himmels Willen. Wow, mit Flasche. Ja, das ist aber jetzt nur hier. Den Whisky habe ich schon durch. Das ist jetzt hier nur so Fritz-Cola-Mischmasch. Also so Spezi im Prinzip. Im Prinzip ist Spezi. Ja, also Fernseher ist schon super. Man sieht halt einfach auch ein bisschen mehr und man kann bequem auf der Couch rumlungern und sowas. Das ist schon ganz nett. Ich esse jetzt nochmal so ein Stück Lebkuchen, weil ich gerade eh warten muss. Und ihr habt gehört, Social Eating ist ja auch der neue japanische Supertrend. Wahrscheinlich ist schon 3 Jahre alt, wenn Leute wie ich davon hören. Kein Helm. Nee, einen Helm habe ich nicht bekommen. Definitiv nee. Aber ich habe auf Twitter, jetzt hätte ich bei Twitch gesagt, auf Twitter begonnen, ein paar Fotos zu posten. Ich war, als ich bei meinen Eltern zu Besuch war im tiefen Osten, in einem Museum und in der Stadt unterwegs und habe mal so nach, ich sag mal, Spuren für Raumfahrtgeschichte in der DDR gesucht. Ich habe schon ein paar Fotos über Twitter gepostet. Also guckt gerne mal bei meinem Twitter-Account vorbei. Und ich glaube, so ein Helm wäre für euch vielleicht optisch witzig, aber ich glaube, ich würde es hassen in dem Livestream. Ich habe früher beruflich mal einen Helm getragen, aber nur einen, der oben drauf war. Und ich fand den da schon sehr warm. So ein Vollhelm ist bestimmt richtig ekelhaft. Besonders wenn man den so 3 bis 6 Stunden trägt. In einem geschlossenen Raum. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Ich glaube es tatsächlich nicht. So, noch ein bisschen Staub essen. Da muss man. Kleiner Tipp übrigens, wenn ihr mal trockene Lebkuchen habt, ich werde die auch noch wegpacken, einen Brotkanten mit reinlegen. Das macht die wieder weich und saftig. Und der Brotkanten wird dafür hart. So, Essen ist voll. Liquid Fuel ist auch voll. Das heißt, eigentlich können wir den lieben Luis wieder einsteigen lassen. Wie geht es denn eigentlich so, wenn er draußen unterwegs ist? 53 Minuten noch. Da packt er die Lifehacks aus. Ja. In meinem Alter hat man schon eine gewisse Lebenserfahrung, Jack. So. So, Mist, ich müsste vielleicht mal. Hahaha, schön am Einsteigen. Ich müsste vielleicht mal hier noch den Link auflösen, bevor ich losfliege und die ganze Basis mitnehme. Der Ort war irgendwas mit grün. Was? Ganz schön kalt in dem Schneeloch. Ach so. Ein bisschen näher ran noch. Zack. Noch ein bisschen näher ran. Und Stopp-Pumping. An Link. Okay. Sehr schön, nicht, dass hier noch irgendwo Sprit ausläuft sonst. So, jetzt können wir uns auch wieder auf den Start vorbereiten. Und zurück zur Raumstation. Ihr merkt schon, das Betanken an der Raumstation wird natürlich ein bisschen aufwendig, weil wir immer mit dem Gefährt hin und her pendeln müssen. Aber jeder von diesen LFO-Tanks hier, den wir seitlich dran haben, hat eine Kapazität von 315 Liquid Fuel. Das heißt, wir können mit jeder Fuhre 1260 Liquid Fuel mitnehmen. Unter der Annahme, dass wir selber nichts davon verbrauchen. Was unlogisch wäre, denn ich habe ja keinen Oxidizer mitgenommen. Das heißt, ich kann nur damit fliegen. Wir haben 597 Delta V jetzt am Start, um hochzufliegen. Wir brauchen ungefähr 200. Ich werde jetzt einmal die Raumstation als neues Ziel einloggen. Wir werden dann kurz warten, bis die Raumstation über uns hinweggeflogen ist. Und dann starten. Dummerweise habe ich es halt irgendwie geschafft, die Raumstation in falsch, also in falsch herum Orbit zu setzen. Und ja,
Tatsächlich weiß ich das nicht so genau. Ich weiß nur, dass meine Mutter mir gesagt hat, dass es total schade wäre, dass ich jetzt erst Bescheid gesagt hätte, dass ich an sowas Interesse habe, weil sie noch eine komplette Dokumentation mit neben dem Raumanzug stehen, bla und so hatte, wo wir früher mal, als ich noch ein Kind war, im Urlaub tatsächlich in so einem Sigmund Jähn Museum waren, wo diese ganzen Devotionalen rumstanden. Naja, hinterher bist du immer schlauer, wie es halt so ist, ne? So, und wir warten jetzt mal, bis der knapp über uns ist. So, ganz wichtig, nicht. So, und wir müssen ungefähr in Richtung 270 mit ein bisschen Süddrall. Das heißt, ich werde mal hier so in die Richtung rausstarten für unseren Versuch, ihn da zu catchen. Control from here und los geht's, würde ich sagen. Erstmal vorsichtig starten. Und dann nehmen wir Fahrt auf. Und versuchen mal die Raumstation einzufangen. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ist jetzt ein bisschen erstmal geschätzt, ungefähr, wo wir hin müssen. Boah, ist alles sehr, sehr laggy, muss ich zugeben. Ist richtig laggy. Aber. Ach so, und vielleicht machen wir einfach mal SAS an. Dann klappt das auch mit dem Fliegen noch ein bisschen besser. So, ich bin fast ein bisschen zu südlich. Ich muss ein bisschen mehr. In die Richtung. Bisschen mehr 270 Grad. Bisschen weniger. So, die Raumstation fliegt zwischen 22 und 21 Kilometer. Das heißt, ich werde mich jetzt mal so auf. Weiß ich noch nicht genau. 18 oder sowas hochkämpfen. Mal schauen, wie wir das machen. Reicht. Okay. Oh, guck mal. Oh, sogar sowas wird bei Better Burn Time angezeigt. Ob der Urknall tatsächlich stattgefunden hat, nachdem Neo zu viele Bohnen gegessen hatte. Was redet ihr da? Okay, ich ignoriere ich einfach mal eine halbe Stunde, dann hat sich das hoffentlich gelegt. Gut, Start haben wir schon mal hinbekommen. Ist das irgendwie schlimm mit dem? Welche Richtung fliege ich? Okay, ich komme über den Bergrücken drüber. Ich habe da manchmal auch ein echtes Gottvertrauen, was diese Starts angeht, ne? Aus so einem Tal raus. Ich meine, es ist nicht so, als ob da nicht überall extrem hohe Berge stehen würden und so, aber ich. Ich starte halt einfach. Macht halt Spaß. So, wir sollten jetzt in der Theorie. Ich bin mal sehr gespannt. Der Minmus-Station. Gleich hinterher fliegen, weil theoretisch müsste die ein bisschen schneller sein als wir. Aber wir sind tatsächlich sogar relativ nah dran an der Stelle, ne? Ich habe schon wieder so fast einen Instant Encounter hingeschmissen. Ich gucke mal, ob ich da nicht einfach direkt einen Encounter draus machen kann mit einem kleinen Manöver noch. Zack. 600 Meter. Das ist echt abartig. Ich wollte eigentlich nur hinterher fliegen, aber irgendwie habe ich sie getroffen. Irgendwie. Weiß ich nicht, irgendwas ist passiert. 400 Meter, zack, 500, was ist jetzt das Problem? Höhe, ja, Höhe, das ist klar. Höhe. Ich würde mal sagen, so ein klassischer 200 Meter Intersect kann man schon mal machen, oder? Meter. So. Altschuldiger. Hey, du kommst aus Russland, dein Deutsch ist sehr schlecht. Pass auf, ich mach das mal für dich. Da findest du meine Mods. So. Ja, Mensch, direkter Treffer.
Lass uns das schnell so fliegen. Ja, so geht das natürlich sehr flott mit dem Betankungsvorgang. Wie viel Essen haben wir jetzt, wenn wir vollgetankt sind? 73 Tage kann man sich davon ernähren. Sehr schön. Da können wir einige Pendelflüge machen. Manchmal ist es erschreckend, wie viel Dusel bei Winter im Spiel ist. Nein, das ist natürlich alles können. Du meinst den Winterfaktor. Das ist echt erschreckend manchmal. Also ich kenne das unter dem Spruch, Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird. Oder im professionellen Bereich nennt man das erst, also als allererstes kommt immer bewusste Kompetenz, wenn man was Neues lernt. Dann muss man sich darauf konzentrieren, es anzuwenden, um es erstmal zu lernen. Das nennt man bewusste Kompetenz. Das heißt, ich habe die Kompetenz, etwas zu tun, muss es aber ganz bewusst tun, zum Beispiel einen Kurs berechnen. Während es, aber jetzt muss man ganz kurz meinen Kurs fliegen, wo ich gerade von ihm erzähle. Zack. So. Während danach dann quasi die vierte Stufe, die kompetenteste Stufe, kommt die unbewusste Kompetenz. Das ist, man macht es halt einfach richtig, weil man weiß, wie es funktioniert. Man hat es quasi im Blut. Im professionellen Bereich nennt man das, wer cheatet, der fliegt. Deswegen bist du auch kein E-Sportler. Wieso cheate ich? Wo cheate ich denn? Was mache ich denn? Ich bitte dich. Niemals würde ich cheaten. Ich fliege hier so einfach meinen Kram halt zurecht. So, zack, Note weg. 200 Meter in 5 Minuten. Sehr schön. Da können wir dann auch schon mal retro zum Target gehen. Parken da kurz ein. Und dann haben wir den ersten Spritrun tatsächlich geschafft. Und haben noch 10 Minuten Zeit. Knapp. Oh. Unter einer Sekunde. Wo ist er denn? Hä? Habe ich den verpasst? Ja, habe ich. Nein. Hallo? Ich will dir doch folgen. In 7 Minuten ist dann mein Dings. Da hätte ich nicht mit der Uhr rumspielen sollen. Das war ein bisschen knapp. Aber ich bin nicht abgestürzt. Das ist die Hauptsache. So, ich fliege da jetzt einfach mal schnell hin. So. Oh, schön. Da muss man nicht mehr auf die Karte gucken. Man sieht das hier direkt. Sehr schön. Also ich glaube, ich schaffe das auch noch ganz knapp mit dem Docking. Ja, obwohl, wird relativ knapp mit dem Docking. Bisschen Gas geben. Aber wir haben noch 332 Delta V, ist alles gut. Warnlicht anschalten, ja, das ist eine gute Idee. So. Ich würde mal sagen, 0,3 Kilometer in 3 Minuten. 0,2 Kilometer. 0,1 Kilometer in 2 Minuten. Damit kann man arbeiten, würde ich sagen. Das müssen wir jetzt nur sauber einbremsen. Dann haben wir noch 4 Minuten zum Docken, bevor das andere Manöver fällig ist. Du hast vergessen, ist dabei noch ein Landebein. Was ist? Ah, ich muss kurz bremsen, sorry. Gib mir eine kurze Sekunde. Hello, Space Station. So. Gut. So, jetzt muss ich das lesen. Der Skill im Heimflug von Mimus zu Kerbin noch eine Ghillie-Encounter zu bekommen. Ach. Der Skill. Ah, Schnickschnack. So, noch kurz eine Bremsung einleiten. Ich muss nämlich noch den Dockingport wiederfinden. Clampotron Construction. Construction, nee, da war irgendwo anders der. Docking Port. So, aber ich glaube, das wird auch relativ einfach. Wir machen jetzt hier mal kurz den da und ich meine, dass das auf der Seite war. Ja, da ist er.
ZS Target. Ne, ist das ein. Das ist ein normaler Docking-Port, ne? Ja. Okay. Sehr schön. So, dann nehmen wir uns doch den Packesel mal zu Herzen hier. Zack. Zack. Control from here. Zack, zack. Locked. So. Gut, wir machen jetzt das Docking. Und nein, da unterhalten sich keine Spione im Chat. Das ist Russisch. Das ist hier eine anerkannte Allgemeinsprache. Spätestens seit ich RSS auf der Sowjetunion-Seite streame. So, und es freut mich sehr, Ascher, dass du dem Altsteiner ein bisschen aushelfen kannst. Ich habe zwar keine Ahnung, worüber ihr sprecht, aber ich finde es total cool, dass auch wenn jemand mal auftaucht, der am besten Russisch spricht hier im Chat, trotzdem jemand da ist, um ihm Fragen zu beantworten. Finde ich super. Sehr schön. So soll es sein. So, jetzt drehen wir uns hier mal bereit zum Docking. So, schnell mal gedockt. Um unseren Treibstoff hier abzuliefern. Das war's auch schon. So, SAS aus. Und wir pumpen einmal um. So, wie ihr seht, hier oben können wir doch relativ gute Mengen an Liquid Fuel speichern. Damit haben wir jetzt auch einen ordentlichen Schwung gerade rausgehauen und betanken jetzt einmal unser Transporttaxi hier nach, das dann quasi bereit wäre für den nächsten Schwung. Aber ihr seht, wir haben hier oben ordentlich die Möglichkeit, Liquid Fuel zwischenzuspeichern. Angeben tut er mit nicht eingeklappten Solarpanelen andocken. Im Vorbeiflug. Ja. So, Betankungsvorgang auch komplett abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt noch 15 Sekunden Zeit, um dann zum Duna Carrier Core zu schalten. Ich habe doch gesagt, das klappt noch mit dem Betankungsvorgang. Und ich würde sagen, als letzte Amtshandlung, Docking ist ja abgeschlossen, können wir noch die Warnlampe ausschalten. So, und dann schalten wir rüber zu Duna Station, die sich im Anflug auf die Raumstation befindet, um den gerade besorgten Sprit abzunehmen. Läuft ja insgesamt relativ gut, oder? Oh Gott, jetzt habe ich mich, glaube ich, an meinem eigenen Ego verschluckt. So, Close Alarm. Sehr schön. Also, Manöver. In 54 Sekunden ist es soweit. Und in 54, 50 Sekunden ist der Node. Ich gehe nochmal sicher, dass wir auch wirklich in die Richtung gucken. Jawohl. Und Quicker, einen schönen Abend auch dir. So, und jetzt warten wir mal, dass hier unten die kleinen Pünktchen verschwinden und wir uns mit der Mid-Course Correction auf
den richtigen Kurs bringen können. Ich gehe hier mal darüber. 1, 2, 3, Feuer frei. So. Das sieht gut aus. So, damit haben wir, glaube ich, dann echt schön. Jawohl, das sieht gut aus. Das können wir so nehmen. Da müssen wir dann nur noch gucken, dass wir an der richtigen Stelle. Wir sind hier, die Station ist da. Das heißt, wir werden dann hier mit großer Wahrscheinlichkeit ein Bremsmanöver einführen, um zum einen einmal. Ich glaube, wir lassen dann einen größeren Orbit, machen die Drehung und hoffen, dass die Station uns einfach einholt. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Irgendwie sowas. So, das wird unser nächstes Manöver. Jetzt ist die Frage, was wir als nächstes machen wollen. Wir haben jetzt nämlich 9 Tage Zeit bis zu dem Node. Wir können noch eine Spritversorgung fliegen. Und tschüssi, hi Hannibal, viel Spaß beim Zocken. Und wir könnten, also wie gesagt, wir könnten jetzt das nächste Teil starten, also das nächste Bauteil der Raumstation. Wir könnten noch einen Versorgungsflug machen, um noch mehr Sprit ran zu organisieren schon mal. Oder ich weiß es nicht. Das wären so die zwei Hauptsachen eigentlich. Entweder noch ein Modul starten schon mal oder erstmal Sprit dran organisieren. Wie sieht's aus? Sprit oder Modul? Ihr habt die Wahl. Ich trinke erstmal einen Schluck. Okay, es gibt eine deutliche Tendenz in Richtung Modul. Dann starten wir das nochmal. Gucken wir mal, was das nächste ist. Wir könnten einen kurzen Abstecher machen in die Science-Abteilung, um mal zu gucken, ob wir mit den Science-Punkten irgendwas anfangen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht wirklich. Nur so kleine Antriebssachen. Hast du etwa vorhin über meine Lebkuchen gelästert? Komm du mir mal heim, du Schlingel. Dachtest wohl, ich sehe das nicht. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, Jack. Es glaubt dir zwar keine Sau, aber hast du trotzdem schön gemacht. Meine Mutter würde niemals du Schlingel sagen. Oder komm du mir nach Hause. Aber es war ein netter Versuch und trotzdem danke für die 3 Euro. Ich gehe mir dann noch eine Packung frische Lebkuchen kaufen. So, tja, hat er gedacht? Hat er gedacht, das merke ich nicht. Ja, wetten hier die kleinen Triebwerke, aber ganz ehrlich, für 160, das lohnt sich nicht wirklich. Lass mal sein. Okay, das Wintermenster ist definitiv ein Reptiloid, der die aktuelle Raumfahrt verspottet. Schon allein mit seinem Hashtag Raumfahrt unter jedem Raketenstart. Ja gut, was auch immer. Reptiloid. Haha. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Deshalb esse ich voller Verz ganz verzweifelte Lebkuchen. So, das nächste Modul. Ja, es wären im Prinzip die beiden Kirby-Tarts, die da rankämen, seitlich, oder das Agrikultur. Ja. Mensch, Jack, dann eine gute Nacht, schlaf schön
Und ja, bis zum nächsten Mal. Und danke nochmal für die 3 Euro. Altsteiner, dafür ist dein Deutsch doch relativ gut. 1997 ist lange her. Okay, ich würde sagen, wir nehmen als erstes mal das Agrikulturmodul und packen das auf eine Rakete. Ich will euch davon ablenken, dass die Erde flach ist. Ja, bestimmt. Also, wir fangen wieder an. Ne, wir fangen jetzt mal an, indem wir die Rakete als Subassembly speichern. So, das war ja noch. Unser Probeflug. Und dann machen wir das hier zu einem Subassembly. So. Duna. Tonnen Tu-Duna Orbit. So. Mit Lebkuchen im Mund wird es auch für mich schwer. Das stimmt. Wird es, glaube ich, für alle. So, jetzt machen wir mal neu. Don't save. So. Konstruktion. Also, es beginnt wie immer mit einem Construction Port. Und wir werden diesmal dort oben drauf das Agroponics-Modul setzen. Zack, zack. So, jetzt haben wir bis 29 Tonnen aber noch ganz gut Platz, muss ich zugeben. Und jetzt wäre die Überlegung, ob wir nicht in diesem Modul die Kommunikationssatelliten mitnehmen. Was haltet ihr davon? Dass wir hier jetzt quasi nochmal ein Zwischenstück bauen, bevor wir das Fairing zumachen, um uns ein paar kleine Kommunikationssatelliten zu gönnen. Und das ist definitiv ein zu kleiner Stahlträger. Um uns ein paar Kommunikationssatelliten zu gönnen. Noch ein bisschen länger, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So, und da würde ich nämlich gucken, dass wir dann ein wenig Gerät mitnehmen. Bevor wir. Achso, ja gut. Da kommt dann nachher das ran. Also bevor euch wundert, was ich hier gerade treibe. Aber wir müssen das jetzt erstmal bauen, damit wir gewichtsmäßig sauber sind. So, und das Ganze baue ich jetzt erstmal einmal und werde es dann vervierfachen. So, Überlegung wäre zu sagen, wir machen hier. Ach shit, das geht ja wieder nicht, weil. Ach, wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Aus irgendeinem Grund können die Xenon-Container hier nicht ran. So, weil wegen ist so. Witzigerweise, normale Fuel Tanks können das. Ich überlege gerade, ob es vielleicht mit einer Batterie oder sowas geht. Nö. Ärgerlich. Kann man das runterscalen? Gut, dann halt so. Erwähnte ich bereits, dass mich das ärgert? Es ärgert mich sehr. Ich finde das total beschissen, dass es bis heute nicht geht. So. So, Probe Core zu groß. Probe Core genau die richtige Größe. Probe Core mittelgroß.
Aber ich glaube, der kann mehr Manöver. Jupp. Jo. Der kann ein bisschen mehr. Okay, cool. Wie groß ist der? Was kannst du? Nur Stability Assist. Nö, du bist einfach nur ein Kasten. Ich mag dich nicht. Okay, kleiner Probe Core. Ah, das. Den Dings nervt mich ein bisschen. Hier gerade können wir vielleicht das zum guten Zweck nutzen. Und einfach die Batterie da drin versenken. Dann ist die schön umhüllt oder so. Fertig. Zack. Nobody cares. Zack. Dann vorne drauf ein Reaktionsgerät. Oder mach's hinten ran. Hinten ist auch okay. Man könnte es auch umdrehen, dass wir den Warnstreifen unten haben. Viel cooler. So. So, Reaction Wheel Check. Zack, zack, zack. Was schreibt ihr da nur? Scheibenerde zum. Ich lese das einfach nicht mehr. So, jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir Sprit in Form eines Xenon-Containers und ein Triebwerk in Form eines Xenon-Triebwerks. So. Schwupp. Wie viel Strom kannst du speichern? 2800. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Jetzt nehmen wir davon zwei Stück, aber wir skalieren die gleich noch runter. Oh ja. Wie sexy ist das denn? Mini-Satellit. So. War klar, dass er das ignoriert, der Reptiloid. Ja, genau. Zack. Oh, cool, dann haben wir auch alle Manöver. Und sieht auch noch cool aus. So, und jetzt kommt da noch eine Relay-Antenne ran. Ich befürchte fast, dass die hier ein bisschen groß sein wird. Ja, ist sie. Die da hingegen wäre ganz okay und mit 2G jetzt auch nicht völlig für den Arsch. Ich glaube, wir könnten hier auf jeden Fall schon mal einen Grundstein legen. Weil eine große Relay-Antenne haben wir ja an der Raumstation. Wir müssen ja eigentlich nur ein lokales Netz schaffen im Duna-System. Und ich glaube, mit 2G kriegen wir das ganz gut hin. So. Das hängt ganz schön weit raus, das Teil, ne? Müssen wir gleich mal gucken, wie das aussieht. Obwohl, wir müssen eh die Ausleger da beachten. Was läuft bei euch nur falsch? Was läuft bei euch nur falsch? So. Gut, also, ich probiere das jetzt mal unter die Nasen da zu setzen. So, und das Ganze dann möglichst so nah wie irgend. Oh, wartet. Fällt mir gerade noch was ein. Sollten noch gucken, dass wir hier den Decoupler auch nicht übertreiben. Ich werde den nur mit ganz wenig Prozent fahren. Dass der den Satelliten nur ganz langsam wegdriften lässt und den nicht irgendwie wie die blutige Faust Gottes ausstößt und ans andere Ende des Sonnensystems schießt. So. Oh Gott, ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel. So.
Peaks. So ist Platz. So. So weit wie möglich nach oben, denn das gibt uns dann ein bisschen mehr Spielraum, um das Fairing zuzumachen. So, und das ganze Teil hier heißt dann Duna Carrier Agroponics. So. Gut, das heißt, wir haben Strom, wir haben Stromspeicher, wir haben Xenonantriebe. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schub die haben, aber es müsste reichen, um uns in einem Duna-Orbit zu platzieren und ein Netzwerk aufzubauen. Viel mehr sollen die Dinge auch nicht können. So, und jetzt kommt unser Carrier 29 Tonnen Assembly, weil wir sind jetzt bei 20 Tonnen, wenn ich es richtig sehe. Ach, und das Fairing passt sogar. Meine Güte, wie abgefahren. Okay, das ist doch schon mal schön. Skalier deinen Trägerzylinder kleiner. Muss ich gar nicht. Ich kann jetzt das Ding hier eh nochmal neu bauen. Aber ich muss eh. Also ich muss wegen. Hier auf der Seite sieht man es nicht so gut, aber wegen denen sieht man es ganz gut. Ich muss ja für die hier eh Platz schaffen. Und die Antenne hier ist kürzer als oben der Nupsi. Denn. Oh, das ist zu wenig, oder? Ich muss daher vorbeikommen. Ja, ein bisschen mehr. Und damit bin ich auf jeden Fall. Also die. Die Antennen unten sind auf jeden Fall nicht das Problem. So, also das schön spitz zu. Sehr gut. Okay. Das Ding hier autostraten wir gegen das Heaviest Part, wie sie es gehört. Das Ding hier autostraten wir gegen das Root Part. Zack. Die Dinger sind geautostruttet. Das ist auch geautostruttet. Sehr schön. Okay, das sollte ein relativ entspannter Start werden. Die Agroponics. Hier ist ja auch alles dran, was wir so brauchen. Hier ist Strom dran. Bla bla bla. Hier wäre sogar noch mehr Strom, wenn wir später mal irgendwie brauchen. Ist aber gar nicht besonders wichtig. Und ich kann die Nutzlast tatsächlich nicht drehen, weil ich nur an diesem Docking-Port einen, nennt man es, einen Node habe. Auf der anderen Seite habe ich den nicht, weil ich die so abgebaut habe vom Subassembly. Deshalb muss ich jetzt damit leben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, zack. Und den da bitte gemeinsam mit dem da. Und den da möchte ich gerne in ein eigenes Dort. Okay, dann nächste Rakete, raus damit. Nur 276.000. Schnäpper sozusagen. Kostet fast nichts. Und wir kriegen ja auch noch Kohle zurück. Zweites Modul der Raumstation, das wir jetzt auf den Weg schicken können in Richtung Minmus, um dort betankt zu werden. Und hat halt noch vier Kommunikationssatelliten mit dabei. Weil es halt ging, weil wir noch Tonnage frei hatten für die Trägerrakete. Mit denen wir schon mal im Duna-System, ich glaube, wenn wir die gut platzieren, können wir im Duna-System schon mal ein relativ flächendeckendes Kommunikationsnetzwerk aufbauen. So, ich starte einfach trotz Nacht, weil wird schon noch schnell genug hell genug. Ich drehe für euch ein bisschen das Ambient Lighting hoch. Dann kriegt ihr auch was davon mit. Und ich würde mal sagen, Feuer frei. Los geht's. So, geht wie immer ganz gut vorwärts. Wir starten direkt mit 2,1. Ach du Scheiße. Jetzt merke ich es erst. Ah, mein Fehler. Mein ganz krasser Fehler. Ich habe vergessen, das umzustellen. Mal gucken, ob ich es noch gerettet bekomme, aber unwahrscheinlich. Nein.
So, mal gucken, ob ich es hinbekomme. Oh. Nein, tue ich nicht. Da zerbricht es mir. Ach Mann, das war dumm. Ich hätte umstellen müssen auf eine saubere Stelle mit Dings. Ich habe falsch rum Kontrolle gehabt und dann passieren natürlich echt üble Sachen. So, 250.000 neben dem Space Center versenkt. Wenigstens habe ich nichts Wichtiges getroffen. Ach, ärgerlich. Das war Flüchtigkeitsfehler. Ganz klassischer Flüchtigkeitsfehler, weil ich nicht nochmal geguckt habe, wohin der Navball zeigt. Aber ist nicht so wild. Können wir gleich nochmal. Raumfahrt. TM. Ja, sehr schön. Ah, das war ein Brainfart, eher. Machen wir gleich nochmal. Und diesmal stelle ich die Kontrolle auf eine richtige Richtung. Das war tatsächlich ein wenig. Ah ja, gut, aber 48.000 Pfand sind noch reingekommen. So. Naja. Keine Heldentat. Keine Heldentat. Aber ich hoffe, es sind alle wieder wach und wir probieren den Start jetzt einfach nochmal mit, wie könnte das aussehen, wenn die Rakete funktioniert. Es ist ja an sich, glaube ich, ein relativ vernünftiges. So, warte mal. Enable Staging, dann ist es ganz oben drin. So, dann können wir von da aus die Kontrolle übernehmen. Das sollte ganz gut passen. Und Launch. So. In deinem Stream einzuschlafen, kann man aber echt niemanden verübeln. Dabei ist das alles so interessant. Das verstehe ich gar nicht. Das ist Raumfahrt. Der Fail-Counter klappt nicht. Wieso? Den muss ich nur selber hochdrehen. Ja, ich akzeptiere, dass das ein Fail war. Na gut. Na gut. Gut, zack, zack, zack. Jetzt machen wir das mal richtig. Und zwar mache ich Kontrolle von hier. Und siehe da, es ist blau wie der Himmel. Und dann sollte das auch klappen. Hui! Diesmal fliegt es nach oben. So. Nehmen direkt mal ein bisschen Schub raus. 1,5. Trotzdem ein bisschen wackelig die Kiste, muss ich sagen. Bisschen wackelig. Lektion vom letzten Mal war, ein bisschen aggressiver den Gravity Turn anzutüdeln. Da geht mehr. Wir haben auf jeden Fall genug Schub, um uns das zu geben. So, darf ich Pü Ben? Neo, du bist Mod. Ich bin nicht hier, um dir deine Arbeit zu erklären. Du kannst machen, was immer du für richtig hältst. So. Gut, diesmal sieht das mit dem Gravity Turn ganz gut aus. Ich glaube, wir werden bei 10 Kilometern Höhe den Gravity Turn auf 45 Grad relativ gut rumbekommen haben. Trust Weight sieht auch gut aus. Ich lasse ihn diesmal auch laufen und werde ihn dann wahrscheinlich gleich sogar, wenn er ein bisschen noch rumgekommen ist mit der Nase, höher zimmern, dass er noch ein bisschen schneller fliegt. Denn wir haben ja gelernt, auch wenn wir diesmal ein paar Tonnen weniger zu transportieren haben, haben wir gelernt, dass wir auf den nächsten Stages tatsächlich ein bisschen ein Problem haben. So, hier habe ich allerdings auch ein Problem, nämlich das Problem, dass ich so schnell nicht beschleunigen sollte, wenn vorne mein Fairing anfängt zu verglühen. So. Hust, hust. Was ist das denn? Ein Debris. Ja gut, ein eindeutig suborbitales Debris, das das wohl aber nicht so sieht. So. 138, jawohl.
Das müsste ganz gut passen. Und ich glaube, da können wir ein bisschen Druck rausnehmen. Gut, sieht gut aus. Wir lernen hier was. Vielleicht, manchmal. Nicht jedes Mal. Diesmal habt ihr hoffentlich gelernt, dass man oben den Docking-Port erstmal aktivieren sollte. So. Ich habe ein bisschen weit bis zur Apo, deshalb fliege ich gerade so langsam vor mich hin. Wir können aber eigentlich die Zeit auch einfach mal nutzen, um das Fairing zu deployen. Das müsste eigentlich hier schon ganz gut gehen. Jawohl, tut es auch. Sehr gut. Ah, Raumstation. Tidil. So, sehr gut. Fliegen wir mal weiter, nachdem wir das Fairing zurückgelassen haben. Bewegen uns langsam weiter in Richtung Orbit. Ja, diesmal haben wir auch ein bisschen mehr Bums hinter dieser Stage, weil einfach nicht so viel Gewicht oben drauf ist. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Mal, jetzt sind wir auch schon über die 70 Kilometer drüber. Ich lasse ihm jetzt noch so ein bisschen. Ist das schon wieder? Ein Orbital Rescue Relay. Aha. Mittlerweile kann es hier echt nicht mehr starten, ohne irgendjemanden zu begegnen, ne? So. Höhe sieht mittlerweile ganz gut aus. Jetzt geben wir noch ein bisschen Stoff, um Geschwindigkeit zu kriegen. Und werden dann wahrscheinlich den Rest des Orbits mit unserer Second Stage machen. Aber das hat diesmal echt gut geklappt. Also da ist mehr als genug Puffer drin. Mit 4, 5 Tonnen weniger waren es ja jetzt. Ne, 9 Tonnen waren es, glaube ich, sogar weniger. Ich glaube, wir hatten knapp 20 Tonnen zum Schluss an Gewicht. Sehr schön, da können wir uns jetzt hochschleichen in den Orbit. Das wird auf jeden Fall locker klappen. Und wir können hier mal Extend Solar. Nein! Gott. Retract all solar. Ich wollte genau das andere machen, damit das nicht passiert. Und Major Spanker kommt mit einer Gruppe von 7 Personen vorbei zum Raid. Hallo, Major. Hallo. Gut geklappt für 500.000. Naja, also. Der Part, wo ich den Start richtig gemacht habe, der hat auch funktioniert. Also man kann jetzt der Rakete nicht vorwerfen, dass ich versagt habe. Hallo, Major Spanker, na? Wie läuft's bei dir? Ja, danke, dass du vorbeischaust. Mit 7 Leuten im Gepäck. Vielen lieben Dank. So, wir haben es gleich mit dem Orbit. Und dann geben wir jetzt nochmal auf der APU ordentlich Gas. Erklär das Spiel nochmal von Anfang an für Leute, die das nicht kennen. Was? Major, du hast den Leuten nicht erklärt, was Kerbal Space Program ist. Bitte sag, dass du mit den Leuten schon mal Kerbal Space Program gespielt hast. Ist mit Raumfahrt fertig, habe ich erklärt. So, den Rest kriegt er im Flug mit. So, wir müssen jetzt nach Minmus wieder raus zur Tankstelle. Zack. Und dafür spare ich mir, glaube ich, heute mal die Inklinationsanpassung? Na doch, ich mach's, sie kommt. So viel Zeit muss sein. Add Manöver. Danke. So, ab damit auf 0. Ja. Irgendwas mit Elfen und Zwergen, ja, genau.
Und Magie. Vor allen Dingen auch mit Magie. Ich kann euch jetzt mal zeigen, wie ich eine Rakete rüber zum anderen Mond zaubere. Das passiert natürlich nicht mit Hilfe von Physik, sondern mit Hilfe von abgefahrener Magie. So. Zack, zack. Gut, ja, für die neu dazugekommenen und für alle, die zwischendurch kurz eingeschlafen waren, was tun wir gerade? Wir schießen gerade das zweite Bauteil der modularen Duna-Raumstation nach Minmus erstmal rüber, denn an Minmus ist ja unsere Tankstelle, wo man im Orbit nachtanken kann. Da sammeln wir jetzt die gesamte Flotte. Die Flotte wird nachher bestehen aus 7 Schiffen mit Modulen der Raumstation und noch einem weiteren Space Tug und allem, was wir noch dazu bauen. Also das wird allein, um die Raumstation im Duna-Orbit zusammenzubauen, werden wir auf jeden Fall schon mal 8 Schiffe Richtung Duna schicken. 8 relativ große Schiffe. Und der Tassilo hat ein Follow da gelassen. Vielen lieben Dank, Tassilo. Willkommen bei den Kommonauten und natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken. Genau, unser Startfenster ist in einem Jahr und 251 Tagen. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, alles vorzubereiten dafür. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Das Core-Modul ist schon auf dem Weg in den Minmus-Orbit. Das müsste gerade. Wo ist es denn eigentlich? Ist es das? Ja, das ist der Duna Carrier Core. Genau, der ist schon unterwegs. Der braucht jetzt noch 9 Tage, sagt die Alarmglock. Und das hier wird das nächste Modul. So, da kommt jetzt gleich noch der nächste Burn. In wenigen Sekunden ist es soweit. 3, 2, 1 und Zündung. So, damit schieben wir uns jetzt noch ein Stückchen näher an den Orbit ran. Von Minmus starten dann das nächste Schiff gleich hinterher. Also hier wird jetzt so ein lustiger Fächer entstehen von insgesamt 8 Schiffen, die wir alle nach Minmus rausbugsieren, um sich dort auf den Start vorzubereiten. Die sind natürlich alle unbemannt. Also auch die Kiste hier ist insgesamt nicht so richtig bemannt, sondern mit einem Probe Core ausgestattet. Die Raumstationsteile sind noch leer. Das ist unser Agroponics-Modul. Also hier wird später der gesamte Anbau stattfinden. Hier ist auch das Essen drin und der Dünger und so. Alles, was man so braucht. Welches Triebwerk ist da unten dran? Ich fliege hier mit dem Pudel gerade. Das ist eigentlich noch für den Orbit gedacht, aber da war jetzt so viel übrig. Ja. Und Tassilo, gute Nacht und gerne beim nächsten Mal länger. Schau gerne wieder vorbei und gerne auch mal, wenn es ein wenig eher ist. So, da geht die Sonne für uns auf. Das ist doch auch ein schönes Bild. Und dann können wir hier einmal ausmachen. Das müsste uns reichen. Ja, 0,1 ist okay. So, wir sind dort. Wir wollen von hier wahrscheinlich starten. So ungefähr. Naja, wahrscheinlich noch ein bisschen später, aber wir probieren es mal. Vielleicht wird es ja schön sauber statt, dann können wir das Core-Modul sogar noch überholen. Naja, das müssen wir ein bisschen später legen, glaube ich, oder? Oh, doch, der ist gar nicht so schlecht. Der Start. Ist ja witzig, sind wir vor dem Core-Modul wahrscheinlich da? Ja. Was ich richtig sehe, 7 Tage. Ja, besser geflogen. Definitiv besser geflogen. Okay, wir machen erstmal nur diesen Burn. Und werden dann danach die Korrektur machen. Aber erstmal müssen wir an die ganze Kiste ranzoomen. So, wir werden Teil natürlich mit unseren Nukleartriebwerken machen müssen. Kommen wir nicht drum rum, denn wir haben nicht mehr genug Treibstoff in dem Pudel drin. Ist das Echtzeit? Also wenn ich den Time Warp nicht anmache, ja, dann ja. Aber ich muss jetzt natürlich nicht 9 Tage warten. Nein, also ich kann, du siehst ja auch hier, ich Time Warpe gerade die Minuten runter. Das kann man auch etwas extremer auf Tage bezogen machen. Und ich habe schon wieder irgendwie mein Startfenster verpankt. Aber auch das kriegen wir hin. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. So, Feuer frei.
So. Du musst dich beschweren. Ich habe hier so viel Schwachsinn gepostet und immer noch keine Verwarnung deines Mods erhalten, obwohl der ganz genau weiß, wie besoffen ich bin. Püh, du sollst nicht so viel trinken. Und Neo, wenn er weiterhin so viel Scheiße quatscht, kick ihn einfach raus, dann soll er ins Bett gehen. Er kann morgen wieder kommen. Er fordert es ja quasi. So. Gut, wir haben jetzt noch 360 Delta V im Tank, 760 noch zu fliegen, dann haben wir noch 400 übrig. Die 400 werden wir dann mit unseren Atomtriebwerken machen, nachdem wir diesen kleinen Stöpsel hier hinten abgeworfen haben. Das war ja eigentlich noch für was ganz anderes gedacht. Hier seht ihr, wie gesagt, meine Interpretation von der Satellit, der uns Kommunikation an Duna geben wird. Das heißt, das schleppen wir auch komplett nach Duna mit, den ganzen Tüdelkram. Und das hier ist das Station-Segment mit dem Agroponics. Das hier ist tatsächlich einfach nur, weil wir noch Zusatzgewicht frei hatten. Die Satelliten fürs Kommunikationsnetzwerk. Und Hello to Russia oder auch Privet, Privet, wie wir das immer brav geübt haben in Real Solar System. So, 30 Sekunden ist Feierabend mit unserem Tank. Dann müssen wir weiterfliegen mit der nächsten Kiste. So, 20 Sekunden noch. Ja, wir sind ein bisschen drüber mit dem Burn, aber ich hoffe, das passt noch halbwegs, den ich zu sehr versaut habe. 8 Sekunden noch bis zum Staging. Ich werde wahrscheinlich zweimal stagen müssen, weil das Fairing hatten wir ja händisch schon gemacht. Und empty und los geht's. So, wir fliegen weiter mit unseren Atomtriebwerken. Sieht gut aus. Wird diesmal auch nicht ganz so viel Thermallast geben. Der Winter hat so ein Glück, echt mal. So ein Glück, dass meine Kreditkarte gerade nicht funzt. Sonst hätte er jetzt ein 6-Monats-Abo am Hals. Dann sage ich trotzdem danke für den Willen, der da war. So ist das halt mit den Kreditkarten. Manchmal gehen die einfach nicht. So. Geld. Oh wei, oh wei. Der Pü. Ich glaube, der Pü sollte wirklich mal ein bisschen mehr Wasser trinken. So, wie sieht es denn aus mit den Stationen? Wir sind. Kerbin Space Station wird relativ bald fällig. Da muss ich aber auch die Typen noch landen. Ich hatte da auch noch Crew zurückgebracht. Da müssen wir mal. Da habe ich aber auch einen Vertrag mit einer Crew Rotation, wenn mich nicht alles täuscht. Da war zumindest mal einer angeboten. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Also irgendwann im Sinne von dem nächsten Stream oder so. Damit wir die noch loswerden. So. Noch sieht es gut aus mit der Hitze. Delta V. Sehr schön. Den Rest machen wir, wie gesagt, wieder über eine Mid-Course.
So. Noch ist alles gut mit den Triebwerken. Ich denke, die Hitze kommt gleich, aber noch ist alles gut. Sehr schön. Da kommt das Manöver und huch. Good enough. Okay. Zack. Dann planen wir uns in 37 Minuten eine kleine Korrektur. So, Station ist immer noch in der Richtung unterwegs. Das heißt, die Seite ist schon mal nicht falsch. Oh, schon wieder. Ein aus Versehen Moon-Encounter, wenn ich den Kurs weiterfliegen würde. Mache ich natürlich nicht. So, da können wir mal zum Manöver warpen. Nee. Two Manöver Node. Jawohl. Thank you. Gut. Dann fahren wir einmal dieses Manöver. Um uns in Anflug zu bringen. Und dann würde ich, glaube ich, so langsam auch für heute den Stöpsel ziehen, glaube ich. Also ich merke gerade, dass ich ziemlich müde werde. Und das hat man auch beim Start, glaube ich, gemerkt. Ein bisschen unkonzentriert. Und bevor mir noch mehr Sachen dann in die Brüche gehen, würde ich es für heute gut sein lassen. So, wir machen aber auf jeden Fall diesen Burn hier noch. So, jetzt die Stelle erwischen, wo ich zünden muss. Die wahrscheinlich so in knapp 40 Sekunden kommt. So, mal gucken, wie es aussieht. Warum habe ich das ungute Gefühl, dass das zu viel des Guten war? Ich muss mal ganz kurz in die genau andere Richtung das machen. So komme ich nämlich falsch rum rein, dann fliege ich entgegengesetzt. Was ist denn jetzt los? Okay. Lassen wir so. Gut. Dann machen wir noch mal einen kurzen Rundumschlag, Überblick, Schrägstrich, was weiß ich. Also, wo stehen wir? Wir haben noch das Gemäck. Wir haben noch. Ach so. Jetzt lass mich kurz noch das Manöver einspeichern, bevor ich es nachher vergesse. Dann machen wir den Überblick. Dann habe ich das nämlich alles fürs nächste Mal sauber in der Alarmglock drin. So. Add und add. Also, wir haben insgesamt, wenn ich mir mal alles so angucke, haben wir die Agroponics und den Core auf dem Weg Richtung Minmus-Basis. Wir haben die erste Betankung der Minmus-Basis durchgeführt. Auf Minmus ist mehr als genug Liquid Fuel, damit wir die Flotte erstmal relativ gut durchbetanken können. Wir haben noch ein Jahr, 250 Tage Zeit. Wir haben in knapp
60 Tagen, genau genommen 69 Tagen, einen Supply Run vor uns für die Kerbin Space Station. Bin da aber ganz zuversichtlich, dass wir das hinbekommen, Schrägstrich noch ein bisschen strecken können. Da werden wir auch ein paar Leute abholen oder mal eine Crew Rotation machen. Und dann werden wir beim nächsten Mal so nach und nach jetzt die ganzen Teile starten. Ihr seht es ja schon, da ist das erste Teil, da ist das nächste Teil unterwegs. Und die werden wir jetzt alle nach Minmus verlegen und dort schon mal sammeln als Flotte und sauber betanken. Das heißt, wir werden mit einer richtig coolen Invasionsflotte nach Duna fliegen, wenn unser Zeitfenster dann gekommen ist. Da freue ich mich schon drauf. Und für heute heißt es dann aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Und zwar für alle von euch, die morgen Bock haben, also fast heute, die morgen Bock haben, um 12 Uhr möchte ich gerne Galileo weiterspielen, also die Exploration des Galileo-Systems, was ich immer so ein bisschen Livestream-mäßig mache, wenn ich mal Urlaub habe und Zeit und tralala. Also wer Bock hat, einfach um 12 vorbeigucken und gerne zuschauen, wird circa bis 18 Uhr gehen, sicherlich mit ein, zwei Bio-Breaks. Und abends um 21 Uhr gibt es dann wie gewohnt Hardcore-Köbel zu sehen, nur diesmal halt auf Twitch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.